Es ist der 17. August 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und obwohl wir alle noch so ein bisschen oder fast alle so ein bisschen in der Post-Podstock-Liturgie stecken und die letzte Sendung ja auch erst vor einer Woche gewesen ist, haben wir uns trotzdem hier wieder hingesetzt, um einen kleinen gemütlichen Gartenplausch zu halten. Und zu diesem Plausch begrüße ich zunächst einmal den Lars. Guten Abend, Lars. Guten Abend, Martin. Hallo an alle HörerInnen und Hörer. Und dabei ist auch die Ulrike. Guten Abend, Ulrike. Hallo. Lange nicht gehört und heute aber wieder mal dabei der Marc. Guten Abend, Marc. Guten Abend. Und die Stelle des Gastes, den nimmt heute der Sebastian ein. Den setzen wir jetzt einfach mal auf die Gartenbank und hören uns mal an, was der denn eigentlich so in seinem Sendegarten hat. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. So, jetzt haben wir alle, habe ich gerade gesagt, wir sind alle noch so ein bisschen im Podstock-Nachblues. Das ist nicht ganz richtig, denn Sebastian, Lars und ich, wir waren in Sorschied letztes Wochenende, die Ulrike und der Marc aber nicht. Und Ulrike ist, also Marc kennt sich zumindest ungefähr mit Podstock aus, aber Ulrike ist in der Situation, dass sie Podstock noch fast gar nicht wahrgenommen hat. Und als solches ist das sie sozusagen heute die Person, die sich durchfragen darf durch all diese Dinge hier. Also was ist denn Podstock eigentlich? Und nachdem wir geklärt haben, wer Sebastian denn eigentlich ist, werden wir versuchen, da so mal so ein bisschen das Licht drauf zu werfen. Aber zunächst einmal gucken wir auf die neue Ernte. Was ist denn eigentlich von der letzten Sendung bis heute so eingegangen? Und erwartungsgemäß ist natürlich innerhalb von einer Woche nicht so viel gekommen. Allerdings haben wir einen Kommentar bekommen auf unserer Webseite. Die Kommentare laufen dann nicht so zahlreich ein und deswegen hatte ich mich sehr gefreut, diesen Kommentar wahrzunehmen, bis ich ihn gelesen hatte. Da freute ich mich nicht mehr so sehr. Das ist nämlich ein ziemlich unangenehmer Kommentar und er bezieht sich auf das Gespräch, was wir mit Nora und Claudia in der Ausgabe 28 gehabt haben. Der Kommentar ist so, dass ich ihn nicht freischalten werde, aber ich möchte dem Autor und allen Menschen, die sich denken, in ähnlicher Weise an den Sendegarten richten zu können, einen Brief vorlesen, den ich geschrieben habe. Was soll das, uns solchen gedanklichen Müll in den Garten zu kippen? Nichts als Unrat und Schmutz, taugt noch nicht einmal für den Komposthaufen, voll giftig. Du glaubst nicht im Ernst, dass dein Kommentar auf unserer Plattform Verbreitung findet, oder? Ich denke, du tust gut daran, das von dir Geschriebene noch einmal zu überdenken. Da du ja selber den Perspektivwechsel ansprichst, scheinst du ja zur kritischen Reflexion fähig zu sein. Solltest du dann zu der Meinung kommen, damit weit über jedes Ziel hinausgeschossen zu sein, bist du, sofern du bereit bist, die Regeln von Sitte und Anstand, Redefreiheit und Würde, also das kleine Einmaleins unseres Zusammenlebens, zu beachten. Da bist du auf die Gartenbank im Sendegarten eingeladen. Dann kannst du da erzählen, was dich bedrückt. Wenn dir aber Begriffe wie Redefreiheit und Würde zu abstrakt sind, dann verweise ich dich auf unser Grundgesetz. Das ist übrigens auch bei Amazon erhältlich. Den Link findest du in den Shownotes. Ansonsten such dir bitte einen anderen Garten, dem du deinen Müll über den Zaun werfen kannst. Mit diesem, hier unserem, geht das nicht. Wenn du dich an die Spielregeln hältst, bist du willkommen. Ansonsten nicht. Und noch etwas, du bist nicht gezwungen, dir unsere Unterhaltungen anzuhören. Der Sendegarten ist nicht dafür da, deine Vorstellungen von Entertainment zu erfüllen. Und in diesem Sinne empfehle ich dir, jetzt sofort abzuschalten und zu deabonnieren. Mach's gut. Und vielleicht noch ein Wort zu Becky, die mir ja in Podstock sagte, Martin, deine Vorstellungen von Gleichberechtigung und nicht sexistischer Welt sind zu positiv. Leider, Becky, ich habe gelernt, du hast recht. Das soll es gewesen sein zu dem Thema. Bei mir ist sonst nichts weiter eingegangen. Habt ihr noch irgendwelche Rückmeldungen bekommen? Nö. Nö, aber ich habe euch zugeschaut im Nachhinein auf YouTube und ich fand es sehr, sehr süß. Erstens mal, Martin, hast du etwas vorgelesen, was du... Nee, du hattest irgendwie Probleme mit dem Headset. Lars hat dir einen Zettel überreicht und du hast den laut vorgelesen. Da war wohl irgendwie ein... Nee, den habe ich für laut vorgelesen. Den hast du für laut vorgelesen? Ja, ah, Studio Link, warum machst denn du sowas? Aber es war ganz wunderbar. Ich habe mich köstlich amüsiert. Und diese Blink-Dinger, die ihr da euch aufgezaubert habt.
Also ein Träumchen, ihr solltet sowas öfter machen. Ja, trage ich gerade ständig. Ja. Genau, woher weißt du, dass wir die nicht auf dem Kopf haben? Ja. Das ist der neue, von Soshi. Der Sendemodus ist das, also es signalisiert den Sendemodus quasi. Ja, ja, genau, immer dann, wenn es live geht, dann blip, 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 da blinkt alles, ja. Und der Gast war im Übrigen super affengeil, toll, war super, tolle Sendung. Ja, danke, was man so bei 13 Grad und Regen alles so hinkriegen kann, man ist schon erstaunt darüber. Ja, zum Schluss hört man irgendwie so ein Rauschen, also entweder da wurde gerade irgendwie eine Plane abgekippt oder es nee, das war der Regen tatsächlich heftiger zu regnen. Der Regen auf der Plane, ja. Ja. Oh. Ja, beim Publikumsspiel gingen ja die beiden Mikros noch ins Publikum und da war es noch lauter als unter dem Blechdach. Ja. Naja, nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ist aber nicht mein Blütenschatz, nein. Das wäre ja auch Selbstbestäubung, das geht ja auch nicht. Also. Ey, so lange wie ich nicht mehr hier war, ne? Ja, ja gut, okay, du kannst natürlich auch als Außenstehender mit uns reden, das ist okay. Das ist nein. Hattest du denn keine Lust auf Potsdok? So, wie geht man jetzt hier raus? Ich habe keine Lust mehr. Ich muss da arbeiten. Leider, ich habe es sehr bereut. Ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, es war richtig eine, wie soll ich denn sagen, Melancholie, die sich irgendwie breit gemacht hat bei mir an diesem Wochenende. Nicht wegen der Arbeit, die war super gut, aber man wusste ganz genau, wenn ich so ein bisschen kurz Luft hatte, auf die Uhr geschaut hatte und da wusste ich, jetzt in Soshi, da passiert das und das und außer hier mit dem Pimmeltesten da damit habe ich nicht gerechnet gehabt, dass sowas kommt. Nee, aber Potsdok ist immer für eine Überraschung gut. Ja, hab aber mehrmals irgendwie schön gegrüßt, über Twitter zumindest. Ja, haben wir gesehen. Also wir haben ja auch ein Hashtag gepflegt die Woche über. Ich habe mich bemüht, allen Potsdok-Bemerkungen immer den Hashtag beizufügen, in der Hoffnung, damit alle Menschen, die davon total genervt sind, dann auch die entsprechende Filterfunktion einrichten können und sagen, lass mich mit diesem Quatsch in Ruhe. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, alle 10 Minuten kommt hier irgendwas über den Ticker gelaufen. War dann auch ziemlich heftig, aber wir hatten echt total den Spaß. Also es ist auch das ist ja auch eine Situation, die man so selten eigentlich hat. Normalerweise heißt es ja immer, pack dein Handy weg, wenn wir essen oder irgendwie sowas, ja. Aber da ist es dann eben so, jeder hat das Teil vor der Nase und man schreibt sich quasi quer über den Tisch irgendwelche Nachrichten. War irgendwie süß. Ich hatte das mit Lars und er schrieb mir irgendwas, ich schrieb zurück und dann guckten wir uns an und nickten nur beide so über 10 Meter durch den Raum. Das war einfach klasse. So, sehr, sehr gut. Ja, da fällt es richtig auf, wenn keiner was twittert, ne? Das ist genau umgekehrte Welt. Ja. Nee, schön. Ja so aber es wurde ja auch fleißig getwittert. Also von ganz, ganz vielen Menschen. Das war ja Wahnsinn, wie viel Potsdok-Tweets ich da immer in der Sammlung hatte. Wahnsinn. Ja, du hast also nicht zum Filter gegriffen an der Stelle. Na, bist du bekloppt? Nein. Sogar die Natur hat angefangen zu twittern. Die Natur? Ja, die Potsdok-Potnisse. Die Potnisse, ja. Ach, und das Wetter hat euch getrollt, habe ich gehört. Hat nur am geregnet. Letzten Tag bei der Abreise, da kam die Sonne raus. Ja, das war aber auch gut so. Also wäre der Tag wieder trocken. Ja, wär der Tag auch noch irgendwo verregnet gewesen, dann wäre man also total mies nach Hause gefahren und außerdem sind wir draußen so viel rumgelaufen für den Abbau. Ich war sehr, sehr froh, dass es trocken war. Ja, vor allem auch dann überhaupt das Saubermachen war so schon schwer, weil halt der ganze Dreck nach drinnen irgendwie kam und dann hatte es ja noch eine Chance aufzutrocknen, aber hätten wir dann noch den Schlamm alles wieder weiter mit reingetragen, ich glaube, das wäre dann irgendwie so Sisyphus sauber machen gewesen. Ne? Also. Ja, hätte zum Kercher greifen müssen, also rausfegen mit Wasser und anschließend den Wasserschaden beheben. Ja. Ja, also war schon, also so rum ist es schon besser. Wenn man schon Regen hat, dann ist es besser am Anfang. Und hinterher hört's auf. Dann hat man ja auch gab's ja dann diese wunderbare Konstruktion mit dem Plan und dem Trichter und dem Schlauch und so weiter. Also, das hätte es ja nicht gegeben, wenn es am Sonntag erst angefangen hätte, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, was das an Kreativität freigesetzt hat, das ganze Event, das war schon wieder beeindruckend.
Jo, das kann man sagen. Reden wir gleich noch drüber, weil Podstock soll nämlich auch ein größeres Thema sein in dieser Sendung. Einfach so, also für die Hörerinnen und Hörer, wir hatten überlegt, ob wir diese Sendung jetzt einfach mal aussetzen, weil wir ja letzte Woche eins gemacht haben und davor auch schon wieder. Also wir haben jetzt im Prinzip im August 4 Sendungen, wenn wir die vom letzten, also die nächste sozusagen noch dazu zählen. Es ist eher etwas ungewöhnlich, da hätten wir uns auch mal so eine kleine Luftpause gönnen können. Aber dieses verrückte Team, was da so im Hintergrund sitzt, wir haben einfach gesagt, nein, wir wollen senden. So, jetzt haben wir den Salat, aber wir machen daraus eine Tugend. Wir haben ja sowieso, das merkt man ja, wir haben Podstock sozusagen in den Poren stecken. Jeder hat irgendwie eine Geschichte und hat was erlebt und wir können noch mal ein bisschen, weißt du noch, und Geschichten und wie hast du es erlebt? Dafür nutzen wir die Sendung heute. Und wir nehmen aber jemanden auf die Gartenbank, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, der ganz intensiv damit zu tun hat, nämlich den Sebastian. Der ist ja der Hauptorganisator gewesen in diesem Jahr und der hat auch für die technischen Unterstützung und das ganze Infrastruktur, die da notwendig war, um ein paar Funkstrahlen da in dieses Loch zu bekommen, gesorgt. Und das soll heute dann mal das Thema sein. Und da kommen wir aber erstmal auf die Gartenbank und gucken uns mal an, wer ist denn dieser Sebastian eigentlich? So, auf der Gartenbank sitzt Sebastian Reimers. Der hat den Twitter-Handle studio-link oder studio-link-de. Der ist irgendwann mal so dazugekommen. Damit hast du mich völlig verwirrt. Was hat es denn damit auf sich, Sebastian? Naja, also das Ziel ist ja auch irgendwann Mehrsprachigkeit, das heißt also im englischen Raum Studio-Link mehr zu verbreiten. Und daher habe ich die Accounts quasi mal getrennt, also das jetzt die beste Idee war, weiß ich nicht, aber so wird das anscheinend normalerweise gehandhabt, weil also klar, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das handhabt, wenn dann spielt man alles über einen Account und macht dann immer irgendwie englische, also DE oder so mit dran, dass das halt jetzt ein deutscher Tweet ist und so, aber ich wollte das irgendwie sauber trennen, das war der Hintergedanke eigentlich da jetzt, dass man also einen Account für den weltweiten Zugriff oder für die englischsprachigen Geschichten hat und einen für die rein deutschen. Dahin. Ach so, aber du reagierst auch auf Studio. Ich reagiere natürlich auf beide, ja, klar. Beide, das muss ich ja. Ich habe auch irgendwie eine ganze Liste an entsprechenden Filtern, um irgendwie alles mitzubekommen, weil es auch immer irgendwie unterschiedlich. Es gibt auch noch irgendeinen anderen Studio-Link-Account, der irgendwie auch häufiger mal angeschrieben wird, womit ich nichts zu tun habe. Aber den habe ich bei mir so im Filter drin, dass ich das dann auch mitkriege. Ja. Okay, wenn man dich heute fragt, im Jahre 2017, was machst du beruflich? Wie beschreibst du das? Oh, das ist relativ einfach. Also das ist eigentlich noch das Gleiche, was ich seit jetzt gut 11, 12 Jahren mache. Ich bin selbstständiger Systemadministrator für Linux- und Serversysteme und Unix-Systeme. Das ist so mein Kernfeld. Und irgendwann bin ich natürlich in die Community, in die Podcast-Community gekommen und habe dann gedacht, es gibt vielleicht da Projekte, die ich mal angehen könnte, und da ist dann ja Studio Link draus entstanden. Ich habe mal rausgekramt, was wir, als wir das erste Mal etwas intensiver miteinander geredet haben, gesprochen haben, und zwar war das lustigerweise auch auf einem Podstock-Event. Genau, kann mich erinnern. Vor 3 Jahren in Wolfsburg, auf diesem Jugendzeltplatz, in diesem Haus, da stand so ein Sofa und ein Sessel auf dem Flur und irgendwie du saßt da und ich habe mich einfach mal dazugesetzt mit meinem Rekorder, war noch sehr schüchtern damals, so rum. Und dann habe ich dich ein bisschen zu deiner Person gefragt und das bringe ich einfach mal hier mit. Das sind 5 Minuten aus der Geschichte. Podstock 2014, das ist jetzt kein 10-Fragen-Interview, sondern ich spreche mit Sebastian. Sebastian hat das Angebot Studio Link gebaut. Und insofern ist Sebastian kein Podcaster, sondern eher ein Ermöglicher, ein Kontributor, jemand, der Technik zur Verfügung stellt, die uns Podcastern helfen soll bei unseren Angeboten. Aber am besten kann er das, glaube ich, selbst erklären. Ich sage erstmal Hallo Sebastian. Ja. Hallo
Martin. Also machen wir es so, dass ich das Mikro hin und her, dann ist es ein bisschen einfacher. Ich habe die anderen alle gefragt, in welchem Jahr sie geboren sind. Kannst du mir dein Geburtsjahr sagen? 1985. Und du bist beruflich was? Selbstständiger Systemadministrator. Selbstständiger Systemadministrator. Mhm. Aber du musst ja bei Firmen arbeiten, oder? Ja, ich werde halt eingekauft. Das heißt also, man bucht mich auf Stundenbasis in der Regel und dann mache ich halt für die Serveradministration, Updates einspielen und halt Support, wenn irgendwo mal was brennt oder so. Das ist dann so mein Aufgabenfeld. Läuft das gut? Doch, das läuft eigentlich ganz gut. Also wenn man gut ist in seinem Job, dann läuft das gut. kann man von gut leben, doch. Hast du das Informatik studiert oder hast du dir das auf anderen Wegen beigebracht? Ich bin gelernter Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Informationstechnik. Das ist eigentlich ein sehr technischer Beruf, also da hat man auch richtig Layouten gemacht und mit Elektronik und halt die Bits und Bytes noch wirklich in Elektronik gelötet und so weiter. Ja, und dann nach der Ausbildung gab es keine Übernahme, aber ich war schon ein Jahr, bevor meine Ausbildung zu Ende war, habe ich schon so angefangen, so nebenselbstständig zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt wagst du es. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit quasi gleich nach der Ausbildung reingegangen. Und ja, ich war schon immer gut da drin, mir Dinge selber beizubringen relativ schnell. Und das zahlt sich da sehr schnell aus, weil dieser Markt sich einfach unheimlich schnell bewegt und verändert, auch neue Technologien dazukommen und doch. Du kannst also Schaltungen entwerfen und löten, also bist ein Hardware-Mensch dann auch an der Stelle. Genau, richtig. Das ist auch so, das ist dann halt auch das, was mich jetzt zum Thema Studio Link so wieder ein bisschen gebracht hat, wo sich der Kreis schließt, weil ich dann sehr viel mit Software nur noch zu tun hatte, hatte ich dann auch wieder mal das Bedürfnis, wieder was mit Hardware zu machen. Und Studio Link ist halt wirklich so ein Ding, wo ich jetzt auch wieder dazu komme, wirklich wieder was mit Hardware zu machen. Und auch, das hat mich schon immer fasziniert, das große Ganze, also wirklich von A bis Z die komplette Kette der Informationsverarbeitung, jede Stufe zu kennen und auch wirklich noch jedes Bit und Byte zu wissen, wo es eigentlich steckt und wo es auch feststecken könnte, wenn mal was nicht funktioniert. Und das schaffst du noch? Ja, das geht noch, ja. Doch. Ich find das faszinierend, weil mir wurde letztens in einem Podcast auch erzählt, dass die technischen Systeme, das war der Modellansatz-Podcast, genau, dass die technischen Systeme so kompliziert sind, dass es vielfach so ist, dass die einzelnen Mitarbeiter keinen Überblick mehr komplett haben über ein System. Aber du hast an der Stelle, was dein System angeht, diese Übersicht noch. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, USB-Bus, das ist ein Seitenwerk von ungefähr 500 Seiten, da kenne ich nicht jede Stufe auswendig, aber das ist halt in der Open-Source-Welt auch gar nicht notwendig. Das heißt, also, wenn man sich ungefähr mit dem Thema beschäftigt hat, dann findet man in der Regel auch sehr schnell, wer für ein Modul verantwortlich ist und kann sich mit dem dann kurz schließen und sagen, hey, du, ich habe da, irgendwie funktioniert das nicht, ich mache das und das, funktioniert nicht, können wir uns das mal zusammen angucken und das optimieren. Und da gibt es einige nette Leute, die da einem auch weiterhelfen. Und wenn ich das mal mit so meiner Businesswelt vergleiche, ist das fast undenkbar, das da so zu handhaben, weil da muss man natürlich immer erst die Hürde überwinden, ja, wie sieht es finanziell aus? Ja, und das ist bei Open Source halt überhaupt nicht. Also da helfen dir plötzlich Menschen oder Leute, die dann nicht kein Geld für kriegen, deine Probleme zu lösen, weil sie sich, weil das halt so ein Geben und Nehmen ist noch an der Stelle. Also sehr menschlich eigentlich. Und das ist eigentlich auch so eine Komponente, die, glaube ich, auch, wenn man über Open Source redet, gar nicht so sehr zur Geltung kommt, dass dann nicht nur der technische Aspekt, sondern auch dieser Gemeinschaftsaspekt einfach sehr zur Geltung kommt. Du bist ein Community-Mensch, höre ich da hinaus. Ist das heute noch so? Ja, ich denke schon. Ich habe es jetzt natürlich ein bisschen weitergetrieben, das Community-Management, indem ich sogar ein Event veranstalte dafür tatsächlich. Ja. Aber wie viel von dem Vergangenheit, Sebastian, ist heute noch richtig? Im Prinzip alles. Also ich wüsste jetzt gerade nichts, was da jetzt war, was nicht mehr so ist.
Also du bist tatsächlich in die Selbstständigkeit gegangen, noch bevor deine Ausbildung abgeschlossen war. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Ja, im letzten Ausbildungsjahr bin ich, habe ich quasi den ersten, der, also habe ich dann entsprechend schon, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mein Gott, wie peinlich, habe ich eine Nebenselbstständigkeit gegründet tatsächlich und ja, genau. Es ist so witzig, und mit Unternehmern verbindet ich so eher so laute Menschen, so Marktschreier, ne? Kommen Sie zu mir, kriegen Sie das tollste Angebot und so. Und du bist eigentlich genau ein leiser Mensch, ja. Dass das aber trotzdem so funktioniert. Was ist das Geheimnis deines Erfolges? Weiterempfehlung. Wer empfiehlt was, wen? Also zufriedene Kunden empfehlen dich genau. weiter? Oder? Ja, genau. Ach so. Zufriedene Kunden. Also viele sind halt Webentwickler und die brauchen halt und da wird ja auch in dem ganzen Bereich sehr viel genetzwerkt und die sind ja, also viele sind halt miteinander vernetzwerkt und dann, wenn jemand guten kennt, dann wird er halt auch weiterempfohlen und das funktioniert also ganz gut. Also so klassische Werbung hat bei mir zum Beispiel noch nie richtig gut funktioniert. Du hast gerade gesagt, du bist Autodidakt, wenn man so will. Du hast dir die Sachen selber beigebracht. Wie gehst du das an? Also ich meine, ich bin ja kein Programmierer, aber ich gucke ja so ein bisschen auf die Szenen und höre, was in den Podcasts gesprochen wird, dass da neue Programmiersprachen zum Beispiel entstehen oder neue Techniken. Und was vor 2 Jahren noch der letzte heiße Scheiß gewesen ist, da sagt man heute, naja, da gibt es ja schon inzwischen Besseres. Also man ist ja ständig gefordert, sich da irgendwie auf ein neues Stand zu bringen. Wie machst du das? Also ich glaube, was da sehr gut hilft, ist halt so ein natürlicher Spieltrieb, dass man halt immer wieder das spielerisch erlernen möchte, indem man halt sich dann irgendwelche Herausforderungen damit setzt und oder neu irgendwas entwickeln möchte, was Neues und dann einfach damit anfängt. Also das ist eigentlich so die Herangehensweise jetzt von mir und auch von vielen anderen, die ich kenne, dass man einfach spielerisch das Ganze versucht zu erlernen und das gar nicht so sehr als Arbeit und Pflicht und alles begreift und einfach mal ausprobiert und testet und ja, das ist eigentlich so meine Herangehensweise. Ja, habe ich auch schon ausprobiert, aber ich komme immer wieder an so einen Punkt, wo ich dann einfach nicht weiterkomme, wo ich dann wie so eine vor so eine Wand laufe und dann kann ich mir irgendwie nochmal irgendwas durchlesen und noch ein paar Webseiten suchen und finde es trotzdem nicht. Ich höre schon, du kennst das, dieses Gefühl. Ja, das kenne ich, was ich dann kenne. In meiner Ausbildung bin ich mal jemandem begegnet. Diesen Satz habe ich sehr stark verinnerlicht. Das ist sehr blöd, aber im Endeffekt ist es richtig. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Und wenn man ein Problem hat und dann hat man eventuell ist noch nicht in Gänze verstanden, wenn man es nicht lösen kann. Das heißt also, irgendwelche grundlegenden Informationen fehlen einem, irgendwelche Kenntnisse fehlen einem dazu. Also man hat irgendwie noch nicht das Gesamtbild erfasst und findet deswegen nicht die Lösung. Und deswegen muss man manchmal auch einen Zoom-Out. Natürlich, das ist natürlich auch so ein bisschen, ich war schon immer sehr interessiert daran, Dinge zu aufzumachen, zu gucken, was ist da drin und wie etwas funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch die Herangehensweise. Erst wenn man verstanden hat, wie etwas funktioniert, kann man auch wirklich etwas wieder reparieren oder in den Zustand zurückversetzen, in den es eigentlich sein soll. Ja, Stichwort reparieren. Du hast gerade gesagt, also ursprünglich kommst du von der Hardware, wenn man so will, also Schaltungen tatsächlich entwerfen und zusammenstellen und so weiter. Und die Software ist ja dann quasi erstmal nur so der nächste Schritt, der oben so, der so drauf liegt. Aber du hast dich quasi aus dieser praktischen Ausbildung dann direkt in diese Softwarewelt hinein buxiert. Wie ist denn das gekommen? Ja gut, also Teil der Ausbildung war schon das Programmieren. Also es ist zwar auf einem sehr kleinen Level, in dem wir Mikrocontroller programmiert haben. Das heißt also, jetzt richtig höhere Programmiersprachen haben wir damals nicht behandelt, aber so in Assembler sind wir noch eingestiegen. Und ja, ich weiß nicht, das hat mir dann auch sehr gelegen. Also dieses logische Denken einfach und dieses Programmieren, das war auch für mich nochmal ein Ansatz, wo ich auch was mir auch immer schon Spaß gemacht habe. Also ich habe schon irgendwie mit
mit 12 Basic oder so programmiert. Und das war für mich schon immer so ein Teil des Ganzen. Und die Ausbildung war eigentlich nochmal wirklich auch das, das Ganze auf dem Hardware-Level lernen zu können. Ja. Also für mich bist du, was das angeht, ein ziemliches Faszinosum. Also wir haben ja jetzt auch schon längere Zeit etwas intensiver mal miteinander zu tun, hier gerade auch was Studio-Ding angeht, was den Sendegarten angeht. Wir haben ja schon diverse Situationen gehabt, wo kurz vor der Sendung irgendwelche Rechner nicht wollten, wie sie sollten, oder Verbindungen zusammengebrochen sind. Und A, behältst du die Ruhe, und B, hast du dann irgendwo auch eine Lösung aus dem Ärmel geschüttelt, bisher eigentlich immer. Das ist, ich kann gar nicht sagen, mit welcher Bewunderung ich da drauf gucke, wenn ich an meine eigene chaotische Lebensweise denke, dass ich immer denke, Problem, das kriegen wir nie in den Griff, und du setzt dich einfach in Ruhe daran und machst einen Schritt nach dem anderen. Oder auch in dem Sendegate angesprochen wirst, dir ist keine Frage zu viel. Wo nimmst du diese Seelenruhe her? Oh, gute Frage. Das muss wohl irgendwie angeboren sein, weiß ich nicht. Also, oder irgendwie durch die Erziehung. Ich, keine Ahnung. Also ich war schon immer ein ruhiger Mensch, und natürlich gibt es Dinge, die mich aufwühlen, und das lässt mich auch immer nicht alles immer kalt, aber es ist immer, ich weiß halt, dass es nichts bringt, sich jetzt irgendwie aufzuregen oder in dem Moment noch verstärkter, sondern ich glaube, das ist auch mit der Zeit irgendwie gewachsen, wenn man natürlich schon öfters Probleme gelöst hat und irgendwie weiß, man hat die Fähigkeiten, Dinge zu lösen, dann wird man auch selbstbewusster und weiß, dass man das schon irgendwie hinkriegen wird. Also, und dass man einfach diese, wenn man sich diese Fertigkeiten beigebracht hat, Probleme zu finden und zu lösen, dann vertraut man auch darauf so ein bisschen natürlich, ja. Ja, also damit könntest du Kurse anbieten. Das ist dir schon bewusst. Ja, also gut, ich würde mich sofort einbuchen bei dir. Das gehörte ja auch schon von Anfang an zur Ausbildung mit dazu. Also Fehleranalyse und analytisches Analysieren von Fehlern. Also damals war das halt noch wirklich mit Schaltplan bestückt. Man geht dann halt wirklich die Komponente durch. Man hat halt den Schaltplan, und das ist eigentlich auch überall genauso. Man analysiert halt wirklich Soll- und Ist-Verhalten einfach, ne? Wie müsste etwas sein? Ist es so? Und klopft das halt irgendwie so ein bisschen ab. Und in der Regel ergeben sich da schon ganz schnell Unstimmigkeiten, und dann kann man immer tiefer gucken, wo jetzt ein Problem ist. Also um das jetzt mal so ein bisschen allgemeiner zu beschreiben. Ja, ich war jetzt noch im Prinzip bei der Ruhe. Also, ach so, ja. Gestern hatte ich zum Beispiel eine Kollegin, die sagte, Martin, du kennst dich doch mit aus, ich habe hier ein Problem. Und dann setzte sie sich an ihren Rechner und klickte da irgendwie wild rum, gab mir gar nicht die Chance, überhaupt zu verstehen, was sie da jetzt eigentlich tat. Ja. Und dann konnte ich aber Gott sei Dank sagen, dass ich mit dem Version dann doch nicht so firm bin, und konnte das auf einen anderen Kollegen schicken. Der Lars hat mal so eine schöne Geschichte erzählt, wo jemanden telefonisch beraten hat. Vielleicht kannst du mir auch weiterhelfen noch, Lars. Wo du, also sagtest, dann drücken sie jetzt die Enter-Taste, wo dann dein Gesprächspartner fragte, welche Taste ist das? Also man hat ja manchmal so Situationen, wo man wirklich so denkt, geht's noch? Ja, also das, und dann bleibst du trotzdem ruhig. Ja, weil das für mich nicht schlimm ist. Weil ich versuche wirklich dann jeden dort abzuholen, wo er gerade ist. Also das ist für mich ganz wichtig. Also ich habe das natürlich auch, dass ich Kunden habe, die sind halt, haben mehr Fähigkeiten, und andere haben halt weniger Fähigkeiten. Und dann versucht man halt trotzdem irgendwie damit klarzukommen. Und das ist auch irgendwie eine Herausforderung, finde ich. Na, dass man halt wirklich guckt, dass man das auch an der Stelle dann hinbekommt. Und gerade wenn man jetzt spanne ich jetzt ein bisschen Bogen, aber gerade auf StudioLink bezogen ist für mich das auch immer wichtiges Feedback, dass ich irgendwo etwas noch vielleicht verbessern kann. Also dass das User-Interface noch nicht so stimmig ist oder eingängig ist, wie es sein könnte. Ne? Also es ist ja auch häufig nicht ein Fehler des Benutzers, sondern es ist auch manchmal einfach, dass man etwas nicht klar genug oder gut genug entwickelt hat vom User-Interface. Ja, das kommt noch hinzu, dass die Leute quasi aktiv aufforderst, Fehler zu berichten. Also
Ich stelle mir manchmal vor, ich hätte irgendwas entworfen, hätte da was gebastelt und gebaut und das ist so mein Baby und ich finde das ganz toll und habe richtig so, ne, das ist so meins und dann kommt jemand und sagt, ne, das ist aber doof und das ist aber doof und hier funktioniert es ja nicht und da nicht und so, dass ich dann eher sage, geh weg, ich habe so gebaut, wie ich es für gut finde, ja, geh weg, ich will deine ganze Kritik gar nicht hören und du machst es aber gerade andersrum und sagst, oh, interessant, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, interessanter Aspekt, ja stimmt, wenn ich diesen Code noch da irgendwie einfüge, dann hat es noch tollere Eigenschaften oder so. Diese Bereitschaft, das Baby, was du da hast, immer wieder auch in Frage zu stellen. Also ohne, dass das irgendwie auf deine Seele irgendwie zurückschlägt. Bei mir geht das immer sofort so auf so eine, wie soll ich sagen, seelische Ebene, kann man nicht besser sagen im Moment. Nee, also persönlich nehme ich das nicht. Das ist richtig. Also das ist wirklich natürlich, wenn jetzt jemand wirklich sagen würde, also wirklich keine konstruktive Kritik, damit kann ich natürlich auch nichts anfangen dann wäre ich auch, also wir hatten ja eben den Kommentar im Eingang, also sowas wäre natürlich für mich dann auch schon irgendwie seltsam und das würde mich vielleicht auch schon treffen irgendwie, aber solange es konstruktiv ist, ist es natürlich für mich, nehme ich das positiv entgegen. Geniale Eigenschaft, genial. Ich finde das einfach nur klasse. Möchte ich auch können. Ja, kann ich leider nicht. Ich gehe immer sofort in die Ketten und muss mir dann, ich weiß, ich kann das also vom Kopf her natürlich auch. Ruhig bleiben bringt viel mehr, als sich aufzuregen, aber das klappt einfach irgendwie nicht. Liegt das vielleicht auch so ein bisschen an so einer westfälischen Bodenständigkeit, die du da hast? Also du wohnst doch im Westfälischen, oder ist das schon? Genau, richtig. Kreis Minden-Lübbecke ist das. Das ist richtig. Nordrhein-Westfalen. Sogar der nördlichste Punkt von Nordrhein-Westfalen. Ganz, ganz oben im Norden. Nordrhein-Westfalen. Sozusagen. Da sind die Menschen alle so ein bisschen so ruhiger. ja, ich denke schon. Ich wohne ja auch sehr ländlich. Also es ist jetzt keine Großstadt oder so, wo ich wohne. Also das, doch sehr bodenständig. Du arbeitest auch zu Hause, ne? Du bist ja so ein Homeoffice-Mensch. Oder hast du innerhalb deines Hauses klar getrennt? Ja, also so halb getrennt, ja. Es ist schon getrennt voneinander tatsächlich. Also das, dann mache ich die Tür zu und dann ist das auch getrennt. Und wenn ich die Tür des Büros verlasse, dann habe ich auch wieder, dann bin ich auch nicht im Arbeitsmodus oder so. Das muss man schon ein bisschen trennen natürlich, ja. Sonst funktioniert das nicht. Ja, klar. Wir haben in diesem Einspieler gerade gehört, dass du sagst, also die Open-Source-Szene, da hättest du also sehr positive Erfahrungen gemacht. Arbeitest du, sagen wir mal, nur oder überwiegend mit Open-Source-Produkten oder ist das mehr so, dass du sagst, auch ein Bereich, den kann ich aber für mein Business so nicht so unbedingt einsetzen. Wie ist das Verhältnis da eigentlich zwischen gekaufter Software und dieser Open-Source-Geschichte? Also eher Open Source. Also ich, das Problem bei gekaufter Software ist halt immer, also für mich persönlich, dass wenn Probleme auftreten, ich halt nicht die Möglichkeit habe, da reinzuschauen und zu gucken, woran kann es denn liegen. Na, nicht, dass ich das immer machen würde. Natürlich, wie ich in dem Audiokommentar auch gesagt habe, es gibt in der Open Source Community einfach coole Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Ne? Also wenn man jetzt mal auf den Linux-Kernel oder sowas guckt, da gibt es zu jedem Modul irgendwie einen Autor oder eine Autorin. Das ist auch sehr cool eigentlich. Also teilweise arbeiten die dann auch bei den entsprechenden Herstellern, also wenn man jetzt so einen SD-Kartenleser hat, habe ich jetzt mal als Beispiel, da habe ich dann irgendwie abends eine E-Mail hingeschickt zu dem Autor, dass halt dass die neue Firmware-Version oder die neue Treiber-Version halt irgendwie noch nicht da ist für dieses Ding und er hat mir dann am nächsten Morgen um 4 Uhr zu seiner Hauptarbeitszeit quasi die erste Vorab-Version geschickt, um das zu testen. Also das ist insofern, das ist auch immer so ein Gegenargument gegen Open Source, dass da kein Support geleistet wird, aber meine Erfahrung ist sogar, dass teilweise der Support besser ist denn im Open Source Bereich, weil da teilweise auch mit Leidenschaft einfach dahinter gearbeitet wird und natürlich ist er nicht vertraglich einklagbar, das ist halt immer das Problem von vielen Firmen, warum sie halt Open Source Software eventuell dann doch nicht so gerne einsetzen. Aber
Ja. Ja, ja, red weiter. Das aber war genau der Punkt, an den ich auch gerade gedacht hatte. Genau. Weil München, glaube ich, hat auch jetzt diese Stadtverwaltung von Linux wieder auf Windows umgestellt, beispielsweise. Ne? Aus diesen großen ähnlichen Gründen. Ja, das ist natürlich auch sehr viel Politik, die da mit reinspielt und was, ja, schwer einzuschätzen, was da alles gelaufen ist. Also, wenn man es rein technisch betrachtet, ist das wirklich ein bisschen schwierig an der Stelle. Und also, wenn man Dinge also ich bin immer persönlich an Lösungen interessiert und nur weil ich es vertraglich irgendwie einklagen kann oder jemanden verklagen kann, bringt mich das nicht weiter, weil ich brauche in dem Moment eine Lösung und will nicht jemanden verklagen. Das ist nicht mein Ansatz. Und dann fahre ich natürlich besser mit Open Source, weil ich dann im Zweifel auch den Source Code habe und einfach sagen kann, okay, entweder suche ich mir jetzt jemanden, der das kann, oder ich nehme mir die Zeit und arbeite mich selber in das Thema rein. Na, also das ist halt mit Open Source halt wesentlich einfacher zu lösen, als wenn man das irgendwie in proprietären Sachen hat. Also es gibt ein schönes Beispiel zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, ob in Los Angeles das war jetzt gerade, da ist, glaube ich, irgendwo mal eine U-Bahn jetzt ausgefallen, weil die auch so ein proprietäres Protokoll noch verwendet haben, was irgendwie emuliert wird auf Windows-Systemen, und da stand dann irgendwie einen Tag lang die U-Bahn still, weil halt irgendwie ein Software-Update das vernagelt hat und die haben keinen Source-Code und es war irgendwie ganz furchtbar. Und das sind natürlich gerade so bei Infrastrukturgeschichten so Dinge, wo ich dann auch denke, natürlich, da wäre es natürlich schon besser gewesen, zumindest den Source-Code damals herauszufordern von dem Hersteller, den es jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr gibt. Super. Ich habe mir gerade notiert, deine Aussage, ich brauche eine Lösung, keinen Anwalt. Ja, genau. Ja, das ist ja so. Ich meine, das ist ja wirklich, also ich muss auch sagen, in den letzten 12 Jahren bin ich also nie in Rechtsstreitigkeiten geraten, weil ich natürlich immer versucht habe, da irgendwie fern zu bleiben. Und ich glaube, wenn man dann eine Lösung für den Kunden findet, und da, natürlich gab es da immer schon mal, also selten, aber wenn es Reibungspunkte gab, die, ich meine, das ist halt normal, aber man hat das immer irgendwie hinbekommen, weil man dann doch irgendwie eine Lösung gefunden hat zusammen. Und es bringt ja niemanden was, wenn man sich da eigentlich auf die auf die juristische Schiene eigentlich nur begibt, und davon hat eigentlich niemand was. Ein Kunde will das ja eigentlich auch nicht. Ja, kommt drauf an, welche Etage du da. Ja, ich habe auch schon Kunden kennengelernt, die anders drauf sind, die auch ihre eigenen Kunden verklagen. Also es gibt auch Menschen, da steckt man wirklich nicht drin, was denen reitet, und die haben eine ganz andere Philosophie, und das gibt's natürlich auch. Ja, klar. Hatte ich auch schon. Hast du, wenn du so auf deine Kunden guckst, eine spezielle Branche irgendwie im Kopf? Sind die alle irgendwie ähnlich oder sind die sehr unterschiedlich? Also es gibt eine Branche tatsächlich, die heraussticht, das sind natürlich die Webentwickler und Entwicklerinnen, weil das sind halt in der Regel diejenigen, die halt irgendwie die Kundenprojekte halt betreuen, die sich dann eventuell an mich direkt wenden, aber ich habe auch sehr viele Kunden, die direkt sind, also, und da sind es, Entschuldigung, die unterschiedlichsten Branchen tatsächlich, also von irgendwie künstlichen Schneemaschinen und Zeug, also es gibt wirklich alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt in meiner Kundenkartei tatsächlich an Produkten, die von den Kunden gemacht, hergestellt werden, oder Dienstleistungen, die angeboten werden. Ja. Und das Verbindende ist jetzt im Prinzip, dass dahinter dann irgendwelche Serversysteme stehen oder Websysteme stehen, die dann quasi eine gleiche Behandlung brauchen, egal welches Produkt. Also eine Schneemaschine, die funktioniert natürlich komplett anders als, was weiß ich, ein Bäckereibetrieb oder so, aber die technischen Abläufe dahinter, die du betriffst, die dich betreffen, die sind schon so ähnlich, dass du sie dann gleichermaßen behandeln kannst. Das kann entweder ein Webshop sein, der dahinter steckt, der halt irgendwo laufen muss, oder das kann natürlich auch die technische Infrastruktur sein. Ich meine, mittlerweile sind ja die meisten Geräte im Internet of Things Zeitalter irgendwie online miteinander vernetzt. Das heißt also, auch gerade Fernwartung ist für die Unternehmen halt ein sehr attraktives Segment, wo halt natürlich der Support dann auf die Maschinen zugreifen muss und dass da ein gesichertes VPN-Netzwerk dahinter steckt und solche Geschichten. Also das fällt dann so in unserem Bereich, oder diese Schnittstellen, dass man halt dann mit den IT-Abteilungen spricht und Lösungen für die dann schafft, dass das Ganze auch funktioniert und sicher ist. Wie holst du dir neue Informationen? Liest du in den Foren mit? Hast du Bücher, Zeitschriften? Wie kommt bei dir Neues sozusagen ins Haus?
Bücher, wobei Bücher, also damals tatsächlich noch in normaler Hardform, aber mittlerweile habe ich auch, also seit Jahren schon jetzt so ein Kindle-Reader tatsächlich. Also ich lese da sehr viel. Zeitschriften habe ich jetzt nicht mehr ganz so viele abonniert wie damals noch. Ja, Webseiten, Blogs, so das Gängige, durchaus auch mal Twitter. Also es gibt ja durchaus einigen, denen ich da folge, die auch immer wieder sehr interessanten Content liefern, die einfach auch Experten in oder Expertinnen in ihrem Bereich sind und dann ja dann auch immer wieder so interessante Anekdoten auch teilweise dann zutage fördern, wo man dann selber auch ein bisschen schmunzelt und dann sagt, okay, ja, cooler Fehler, oder schönes Fehlerbild und das dann auch so ein bisschen überlegt, ob man so schnell auf die Lösung selber gekommen wäre. Ja. Doch, das ja, das sind so die klassischen Kanäle tatsächlich, ja. Und bei der Fehlersuche oder wenn ich halt aktiv irgendwas recherchiere, klar, Wikipedia und sowas. Wobei man sollte gerade bei Fehlersuche, also zumindest in meinem Bereich ist es so, man kann zwar nach Fehlermeldungen mal suchen, das ist auch manchmal ganz hilfreich, aber man darf sich da auch nicht drauf versteifen, dass man irgendwie, weil sonst kann man echt in so eine Endlossuche geraten und dann findet man nichts. Und meistens ist es dann hilfreich, die Suche abzubrechen und in der Tat nochmal selber nachzudenken. Ja, selber nachdenken ist auf jeden Fall immer gut. Also ja. Das kann ja niemals schaden. In der letzten Zeit waren ja so sehr prominente Fälle von Datendiebstahl in dieser Ransomware, also dass die Leute, dass den Leuten da irgendwie ihr Rechner verschlüsselt wurde und nur gegen Zahlung von Lösegeld quasi ein entsprechender Schlüssel zurück zur Verfügung gestellt wurde. Spielt das in deine Arbeit auch irgendwie rein? Musst du Systeme auch abhärten gegen solche Angriffe? Ja, also die aktiven Angriffe, die da gefahren werden, sind ja meistens Windows-Systeme. Wobei natürlich klar, auch immer durch, drauf. Ja gut, es ist halt klar. Ich meine, Windows hat im Desktop-Bereich einfach einen hohen Verbreitungsgrad. Dementsprechend ist es natürlich auch das attraktivste Ziel. Ganz klar. Also wenn ich irgendwie eine Menge an Computern infizieren will, dann nehme ich natürlich die Plattform, die am verbreitetsten ist. Also das ist auch klar, also diesen War zwischen Linux und Windows und Mac, das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie verbreitet dein System ist. Ein hundertprozentig sicheres System wird es ja nie geben, kann es nicht. Dann musst du es wirklich vom Internet trennen und selbst dann hast du noch Möglichkeiten aus der Ferne Informationen auszulesen, sei es über elektromagnetische Übertragungen. Also das das ist eine Illusion, der wir uns gar nicht hingeben brauchen, dass wir es zu hundertprozentig. Wir können es halt immer nur erschweren und halt auch unser Bestes tun, halt die Sicherheit so hoch wie möglich zu halten. Es ist halt immer so ein, deswegen setzt man auch immer gern so Zwiebeltaktiken ein, ne? Das heißt, das sind immer so mehrstufige Sicherheitskonzepte, ne? So dass wenn eine Barriere durchbrochen wird, dass immer noch eine zweite da ist, wo man sich dann auch wieder erstmal ein bisschen aufhalten muss als Angreifer und ja. Und was natürlich bei solchen Attacken auch immer wichtig ist, halt ein gutes Backup Konzept und eins, das halt dann nicht auch noch mit infiziert wird. Das hilft auch schon enorm. Jetzt habe ich die Frage jetzt gerade ein bisschen aus den Augen verloren. Du, ja, ich fragte ganz allgemein, ob du auch dann an der Abhärtung von solchen Systemen beteiligt bist. Offenbar ja schon. Wenn du ja, vielleicht das schon, Konzept der klar. Zwiebel im Kopf genau, hast. Genau, klar. Also richtig. Also da bin ich natürlich auch involviert und was halt in meinem Bereich häufig passiert, sind halt irgendwelche WordPresse, die aufgemacht werden, weil halt Sicherheitsupdates nicht eingespielt worden sind. Das passiert zunehmend etwas seltener, weil gerade WordPress jetzt mittlerweile auch so ein automatisches Update-System hat. Also das wichtigste Mittel unter anderem sind halt einfach Updates und das ist halt aber nach wie vor noch ein Problem bei vielen Kunden, dass sie halt auch Updates vernachlässigen, sehr, sehr viele alte Systeme einsetzen und ja, es ist allerdings auf der anderen Seite, muss man tatsächlich auch so zugeben, ist nicht immer einfach, immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, weil es halt immer sehr viel Arbeit und auch man muss da halt am Ball bleiben und das ist für manche Kunden dann immer schwierig und manche lernen es auch erst, wenn wirklich mal was schiefgegangen ist oder nehmen es halt einfach in Kauf
das ist halt aus Schmerzen lernen, ja. Ja, dann ist halt eine Budgetkasse dafür da, aber für das Update nicht, aber ja. Schwierig. Ist manchmal schwierig, also das dem Kunden auch dann wirklich klar zu verdeutlichen. Ja. Also dieses Bewusstsein dafür zu schaffen und vor allem, wenn es dem Kunden jetzt finanziell jetzt keine Spielräume dafür vorhanden sind, dann ist es umso schwerer tatsächlich, ja. Ich kenne den Sebastian Reimers eigentlich immer so als sagen wir es mal informell, also mir nahestehend. Gibt es auch den Sebastian, der im schwarzen Anzug mit dem Köfferchen irgendwo eine Präsentation hält, in so einer Chefetage? Gibt es den auch? Selten. Also ich glaube, mein letztes Mal, dass ich irgendwo beim Kunden vor Ort wirklich auch eine Präsentation gehalten habe, das ist jetzt ein Jahr her ungefähr. In der Regel passiert bei mir sehr viel remote, das heißt also sehr viel übers Telefon, aber eigentlich mehr über Chat und E-Mail und TeamViewer oder sowas, also Fernwartungssitzungen oder SSH ist eigentlich meine Konsole, ist eigentlich meine Hauptanwendung. Würdest du sagen, du bist multitasking-fähig? Ich stell mir gerade vor, du sitzt an einer Geschichte, dann klingelt das Telefon, dann hast du ein anderes Thema, dann geht plötzlich ein E-Mail auf oder. Nein, ich muss mir das serialisieren. Also ich muss das tatsächlich dann natürlich To-Do-Listen, Aufgaben, Tageslisten und so weiter pflegen. Was ich in interessanter Weise tatsächlich bei mir analog mache. Also ich habe tatsächlich wirklich eine analoge To-Do-Liste, ne? Also ein Stück Papier und Stift, ja. Und dann schreibst du einfach eins nach dem anderen auf. Ja. Also ich warum? Wäre ganz naheliegend, du hast irgendwie so ein, was weiß ich, hab so ich auch. Also Wunderkind so, oder ja, was weiß also ich für eine To-Do-Liste. Gerade wenn es irgendwie um Geschichten geht, wenn man so Teamsachen machen muss und Kollaboration, dann ist natürlich schon einfacher, das über elektronische Hilfsmittel zu machen, aber so meine Tageslisten und meine einfachen Aufgaben, die pflege ich halt schon ganz gerne in so einem Moleskine-Buch. Das funktioniert für mich am besten, weil ich irgendwie, also für mich ist diese virtuelle Arbeit dann etwas handfester. Ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist, aber das ist. Ich kann das gut verstehen. Ich bin ja inzwischen auch wieder auf Papier zurückgekehrt und ich arbeite gerne mit Schulheften inzwischen, wo ich einfach ein Bündel Papier so in geordnet, also ja. Zusammen geheftet habe. Mit nur einzelnen Zetteln komme ich nicht ganz gut klar. Die fliegen immer irgendwo rum, aber so wenigstens so ein paar Seiten hintereinander gebündelt hilft mir. Ja, und das ist für mich halt dann auch, ich streiche dann, also es ist auch ein gutes Gefühl, so eine Aufgabe dann wirklich durchzustreichen, als sie einfach nur irgendwo anzuklicken und sie ist erledigt, ne? Also das ist halt nochmal ein ganz anderes Gefühl, finde ich. Und ich finde das auch ein bisschen merkwürdig, weil ich halt eigentlich auch schon so ein digitaler Mensch bin oder digital native von der zeitlichen Kategorisierung bin, aber also ja, in der Tat, das Analoge liegt mir da doch besser, muss ich sagen, ja. Das haben wir ja jetzt gerade am Wochenende gemerkt. Ich hatte eine mechanische Reiseschreibmaschine dabei. Ja. Und du hast sie mit großem Interesse angeschaut. Ja. Wir haben auch den Deckel aufgemacht, reingeguckt und so weiter, weil du sowas noch nie tatsächlich unter eigenen Händen gehabt hast. Also, genau, also im Museum oder so, auf Bildern und klar, oder ne, irgendwo im Film habe ich das natürlich schon mal gesehen, aber so richtig tatsächlich selbst bedient nicht. Nee, das war das erste Mal, dass ich vor so einer Schreibmaschine stand, ja. Aber da kann ich mir gut vorstellen, mit welcher Neugier du an die Welt herangehst. Also das musste ja alles genau geklärt werden, wie jetzt nach Rot und Schwarz und wie auch immer, wie das mit dem Korrigieren geht, Tippex und so. Ja. Super. Also das macht dann auch total Spaß, wenn man merkt, wie stark dieses Interesse dann da ist. Hättest du mich noch ein bisschen länger mit auseinandergesetzt, hätte ich das Ding auseinandergebracht. Wahrscheinlich, dann hättest du wahrscheinlich auch die klemmenden Ärmchen irgendwie wieder gangbar gemacht. Da waren klemmende Ärmchen? Ja, es gibt so ein paar Buchstaben, die muss man dann per Hand wieder zurückziehen, glaube ich. Stimmt, das habe ich gemerkt, dass die da nicht, stimmt, ich hatte beim Tippen auch ein paar, die nicht so, aber ich dachte erst, das lag an mir, weil ich nicht fest genug aufgedrückt hätte. Ja, ich denke eher, dass das Öl ist über die Jahre zäh geworden, die hat ewig das in der Garage sein, gestanden, ja. Da müsste man vielleicht mal ein bisschen, wie heißt denn das, Kriechöl oder was mal dran machen oder einfach mal den alten Schmier da raus holen, also das könnte gehen. Wie viel Hardware machst du dann überhaupt noch? Also ich fasse mal eben zusammen, du hast ursprünglich eine Hardware-Ausbildung, also eine Ausbildung gemacht, die Hardware nah gewesen ist, also zumindest
auch Teile, große Teile von Hardware in sich gehalten gehabt hat, bist aber dann quasi in diese Softwarewelt übergegangen und hast ja auch gerade bezüglich StudioLink gesagt, das war auch eine gute Gelegenheit, mal wieder Hardware in die Hand zu nehmen, selber so ein bisschen zu löten oder zumindest zu komponieren, also die Komponenten zusammenzusetzen, sich das zu überlegen. Spielt das überhaupt in deiner Arbeit noch eine Rolle heute oder gar nicht mehr? Also in meiner Arbeit selber nicht tatsächlich. Zumindest wenn man jetzt mal StudioLink außen vor lässt und das jetzt noch nicht als Hauptgeschäftszweig mit irgendwie dazu. Okay, ich schreibe mir mal noch nicht. Noch nicht dazu zählt. Dann ist das tatsächlich so, in dem, was ich die letzten 12 Jahre hauptberuflich gemacht habe, ist das tatsächlich nicht mehr wirklich viel. Also in der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit habe ich da schon häufiger noch ein paar Projekte gemacht, aber das war dann also eher so Auftragsarbeiten. Das ist dann allerdings ein bisschen eingeschlafen an der Stelle. Dann habe ich mich tatsächlich mehr auf diese Software-Server und Geschichten tatsächlich konzentriert und wie ich das auch in diesem Kommentar schon erzählt hatte, damals auf Podstock, das war für mich auch so eine Initialzündung, tatsächlich mich auch mal wieder mit dieser Hardware ganz auseinanderzusetzen und das hat mir auch ein Stück weit gefehlt tatsächlich und da brauchte ich einfach ein Projekt und das wurde dann halt durch StudioLink eigentlich ganz gut erfüllt, wobei ich da mittlerweile dann auch wieder auf die Software-Schiene stärker gegangen bin. Aber genau, da wollte ich nämlich auch noch darauf hinweisen. Ja. Also das funktioniert gerade nicht mehr so richtig gut. Also es ist noch in der Arbeit, also es ist nicht so, dass diese Hardware-Geschichte wirklich tot ist und ich versuche da auch wirklich, sobald jetzt die Software-Geschichten in einem relativ guten, abgehangenen Zustand sind, was sie jetzt durchaus schon sind, aber da fehlen halt noch so ein paar Sachen, vor allem jetzt die Abrechnung und so weiter. Das Abrechnungsmodell will ja jetzt auch irgendwann mal gelauncht werden, dass das Ganze auch finanziell entsprechend in trockenen Tüchern ist und dann hoffe ich eigentlich auch die Zeit zu haben, mich intensiver auch wieder um die Hardware tatsächlich kümmern zu können. Ich habe da wirklich einige Ideen, die ich unbedingt umsetzen möchte und naja, so als Zwischenprojekte sind dann so ein bisschen die Sachen von Podstock mit der Antennenlösung dazugekommen, was eigentlich auch ganz schön war, ja. Ja klar, da ist auch wieder was zum Anfassen. Aber wo du gerade sagst, dieses Abrechnungssystem, hast du das nicht im Frühjahr 2016 in Berlin schon angesprochen, dass das... Genau, angesprochen ist ja, ne? Schon sehr lange. Angekündigt. Also eigentlich müsstest du ja jetzt inzwischen immer reinbuttern, wenn kein Geld bei dir ankommt. Tust du das? Nein, also die Server sind sowieso in Benutzung von mir. Das heißt also, das sind jetzt keine Server, die ich nur für StudioLink jetzt benutze. Insofern ist das alles noch im grünen Bereich und mein täglicher Job bringt da auch genug ein, dass ich da jetzt nicht am Hungertuch nagen muss durch StudioLink. Also das ist eigentlich alles ganz gut, so wie es ist. Aber ich möchte eigentlich schon gerne natürlich sehen, ob es nicht möglich ist, tatsächlich mit StudioLink ein Geschäftsmodell zu etablieren, das dann vielleicht meinen täglichen Job zumindestens dass ich den halt ein bisschen zurückfahren kann und so ein bisschen zweigleisig fahren kann und ja, und ja, also ob StudioLink irgendwann mal komplett mein Hauptzweig wird, das kann ich natürlich jetzt noch nicht absehen, aber wäre natürlich durchaus eine traumhafte Vorstellung. Ich habe das letztens versucht, einem Menschen zu erklären, der sonst so mit Technik nicht so viel zu tun hat und habe dann dieses Bild, man kennt es aus dem Radio, ein Reporter wird angerufen, dann hat man diese quäkende Telefonstimme und so weiter, also das ist eben schlechte oder geringere Bandbreite, deswegen reduzierte Frequenzumfang, hau mich, wenn ich Quatsch erzähle. Jedenfalls, die Stimme wird so verändert, weil eben quasi der Kanal nicht alle Daten, die Stimme so hat, also alle Facetten, die Stimme so hat, transportieren kann in Echtzeit. Also, dass sie auch noch vernünftig miteinander reden, beziehungsweise heute ging es vielleicht, aber früher ging es nicht. Da hatte man also nur diesen einfachen Klingeldraht. Es gab aber und gibt auch heute schon Schaltungen zwischen Studios, was weiß ich, wenn sich Hamburg und München zusammenschalten, die können ja auch eine glasklare Verbindung herstellen, da ist halt ziemlich viel aufwendige Technik im Hintergrund, teure
große Kisten, die da miteinander irgendwie vernetzt sind. Wenn du jetzt kommst und sagst, hier, ich mache das Gleiche in gleich guter Qualität mit sehr einfachen Komponenten, hast du da nicht auch, sagen wir mal, Feinde im Markt? Also Leute, die das ganz argwöhnisch angucken, weil du denen da den erstaunlicherweise den nicht. Also im Gegenteil, ich habe, also gerade diese Community ist da, also was heißt Community, so viele habe ich jetzt da noch nicht kennengelernt, aber diejenigen, die ich kennengelernt habe, die sind da durchaus offen, erstaunlicherweise. Und das hat mich teilweise auch überrascht, weil ich auch gedacht hätte, da kommt eine andere Reaktion, aber im Gegenteil, das war eigentlich bisher sehr offen, weil es auch vielleicht eine sehr kleine Branche ist, muss man tatsächlich sagen, weil es ja halt eine sehr spezielle Branche ist und keine Ahnung, also da ist nicht so dieses Ellbogenmentalität, habe ich da jetzt noch nicht bemerkt, tatsächlicherweise. Ich dachte, da gibt es dann immer so ganz proprietäre Lösungen, wo eben genau ausgeschlossen wird, dass man irgendwas anderes benutzen kann, sondern genau nur dieses eine Gerät und das Gegenstück dazu. Nee, also das ist durchaus das meiste basiert auf SIP tatsächlich, wobei SIP halt wirklich nur die reine Aushandlung ist. Also SIP muss man vielleicht kurz erklären, was das ist. Ja, bitte. Wir hatten ja damals die normale analoge Telefonie oder halt auch die ISDN-Telefonie, das war ja alles auf eigenbasierten Protokollen oder halt wirklich komplett analog. Und irgendwann wollte man natürlich oder kam halt die Netzwerktechnologie und dann waren die Bandbreiten so gut, dass man gesagt hat, eigentlich wäre es ja irgendwie cool, wenn man jetzt das Audiosignal wirklich auch über Netzwerke verschickt und die ganzen Vorteile, vor allem die Flexibilität und auch nur noch ein Netzwerk irgendwie hat und nicht irgendwie separate Infrastrukturen und Telefonanlagen benutzen möchte. Und dann hat man sich halt Standards überlegt, wie man das quasi im Netzwerkbereich auch quasi abbilden kann, die klassische Telefonie. Geschichte. Und SIP ist halt die Art und Weise, wie Verbindungen miteinander initiiert werden können, also die Abhandlung, ja? Also ein Anruf geht raus, ein Anruf wird angenommen und das hat aber auch erstmal mit dem reinen Datensignal, also dem Audiosignal nichts zu tun, also es geht eigentlich nur darum, ich rufe jemanden an, also diese ganze Signalisierung, das ist eigentlich nur in SIP quasi zusammengefasst worden und standardisiert worden, dass man quasi da auch ganz normale Telefonie, also auch Dreierkonferenzen und solche Geschichten dann lösen konnte. Und mittlerweile wird das ja auch gerade, also die Telekom stellt ja gerade sehr stark auf SIP-Technologie um. Also man hat gar nicht mehr diesen und kündigt alle ISDN-Anschlüsse und hat quasi, also jeder hat zu Hause jetzt quasi das, was ich gerade als SIP beschrieben habe, wahrscheinlich schon stehen. Okay. Und warum kannst du dann da noch was Besonderes machen sozusagen? Ja gut, also da geht es ja erstmal darum, dass irgendwie Audio erzeugt wird und dass halt Audio übertragen wird und dass es überhaupt funktioniert so und gut genug funktioniert. Auch da haben sich natürlich die Standards schon weiterentwickelt, aber dort werden nicht unbedingt die besten Codecs eingesetzt. Also ja, da wird zwar von HD-Telefonie gesprochen, aber HD-Telefonie, wenn man das mal mit einem Opus-Codec zum Beispiel vergleicht, ist nochmal was anderes. Also HD-Telefonie geht, glaube ich, zum Beispiel nur bis zu einer Abtastrate von, muss ich mal aus dem Kopf, ich glaube 16 Kilohertz ist die Abtastrate bei HD-Telefonie und beim Opus-Codec nehme ich halt wirklich die vollen 48 Kilohertz und habe also das volle Spektrum der Übertragung oder was das Gehör überhaupt abbilden kann, am besten noch. Also das Gehör kann ja ungefähr bis, ich glaube, 20, 21 Kilohertz. Da braucht man ungefähr die Abtastrate, also die Geschwindigkeit, in der das Audiosignal erfasst wird oder die Abtastpunkte, in denen das Audiosignal dargestellt wird in digitaler Form, da nimmt man so Pi mal Daumen immer das Doppelte und also die Hälfte der Abtastfrequenz ist ungefähr das, was man an wirklichen Audioinformationen dann noch bekommt.
wieder rausbekommt. Und dementsprechend kann man sich dann vorstellen, also bei 16 Kilohertz sind das halt 8 Kilohertz. Das ist ungefähr da, wo unser, dass das funktioniert, liegt halt daran, dass unsere normale Stimme so in dem Bereich von ungefähr 8 Kilohertz ganz gut noch abbildbar ist. Aber alles, was darüber hinausgeht an Informationen, fällt halt weg. Und das macht sich durchaus bemerkbar. Und das wird halt bei normaler Internettelefonie in der Regel ignoriert, weil es da nur eigentlich darum geht, dass man sich gut verständigen kann. Ich meine, das reicht dann ja auch für ein normales Telefongespräch ja auch schon, weil in der Regel ist das ja relativ kurz oder nur wird nur das Wichtigste übermittelt und nicht irgendwie 2-3 Stunden lang über eine Telefonleitung gepodcastet. Ja, oder ein Sinfoniekonzert übertragen in Stereo mit genau, das sind ja nochmal ganz andere Anforderungen, ja, die da einfach kommen und auch gerade was die Latenz angeht. Und da gibt's halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man bestimmte Dinge implementiert und wie es halt häufig so ist, umso mehr Zeit man sich nimmt, Dinge halt zu überdenken und Prioritäten zu setzen, dann kommt halt am Ende was anderes dabei raus oder man kann Verbesserungen in bestimmten Bereichen erzielen, die halt für die anderen oder 99% der Anwender und Anwenderinnen einfach nicht relevant sind, wenn man jetzt telefoniert. Da ist es nicht so wichtig, dass man jetzt irgendwie eine Opus-Qualität, auch wenn man sich das vielleicht wünschen würde, aber es funktioniert. Also ich glaube, niemand würde jetzt bei HD-Telefonie tatsächlich großartig danach schreien, im normalen Bereich, dass man das wirklich braucht. Also ansonsten würde es ja passieren, ne? Also wenn alle irgendwie unzufrieden wären mit der Telefonie, dann würde da durchaus was passieren. Und es passiert ja auch was. Also es ist ja nicht so, dass es nicht passiert. Also man kann da schon einiges Nettes mittlerweile anstellen. Das ist auch nicht immer ganz unproblematisch. Ja, gleichzeitig sind ja die Sender auch ein kleines bisschen flexibler geworden, habe ich so den Eindruck. Als ich das erste Mal so ein Radiopraktikum hatte, da hieß es irgendwie, nein, deinen Rekorder kann man nicht nehmen, der hat keine Sendequalität oder sowas. Also da war so ein gewisser Mindeststandard, der unbedingt eingehalten werden musste. Heutzutage erlebe ich sogar in der Tagesschau schlechte Skype-Gespräche irgendwo in den hintersten Winkel der Welt, wo man dann auch sagt, also ist das jetzt noch der Standard von vor 10, 15 Jahren oder haben die dann einfach auch gesagt, ja, es geht halt und das ist billig und dann machen wir das halt damit. Also die scheinen da auch irgendwie so ein bisschen Niveaus ein bisschen abzusenken, was das angeht. Ja, wobei auch das Niveau natürlich gestiegen ist. Ich meine, also das Audio-Equipment ist ja doch durchaus günstiger geworden, auch nicht jetzt enorm, aber ich meine, ist es nach wie vor immer so gut. Das Audio-Equipment kostet halt ein bisschen Geld, aber wenn man jetzt mal so guckt, was wir jetzt hier doch durchaus noch bezahlbar für den privaten Geldbeutel und kein Neumann-Mikrofon, was irgendwie vierstellig oder so noch mehr kostet, benötigen, um eine relativ gute Qualität zu haben. Das hat sich ja durchaus weiterentwickelt, ne? Ja klar, natürlich. Also von unten entsteht leichterer Zugang zu guter Technik und von oben aus den Sendeanstalten möglicherweise auch eine gewisse Aufweichung von Standards oder sagen wir mal, die Hörgewohnheiten ändern sich einfach. Ne? Ja klar, also es ist halt ja auch immer die Abwägung, ne? Ist es, nimmt man jetzt, also berichtet man etwas gar nicht oder nimmt man halt es in schlechter Qualität wenigstens irgendwie hin, ne? Das ist halt auch immer so eine Geschichte, ne? Und ich glaube gerade. Das sollte dann klar sein. Also finde ich, wenn es eine wichtige Geschichte ist, it's all about the story, heißt es bei Hindenburg. Genau. Und ich finde diesen Spruch einfach genau richtig. Ne? Und es geht um die Geschichte. Und da kann es von mir aus rauschen und knacken. Hauptsache, ich weiß, worum es geht. Und die langweiligste Geschichte in Stereo und was weiß ich was für 48.000 Bit oder was, Kilohertz aufgezeichnet, das hilft dann auch nicht. Also die Verpackung bringt dann an der Stelle nicht so viel. Genau, und da ja auch das Radio und so weiter auch im Wettbewerb mit dem Internet steht, wo natürlich jede Information gleich geteilt wird und vorhanden ist, mussten die da wahrscheinlich auch einfach irgendwas entgegensetzen und dementsprechend vielleicht hat das auch so einen kleinen Druck ausgeübt natürlich da. Also da ist ja die ganze Medienwelt so ein bisschen im Wandel auch und findet sich ja jetzt auch gerade erst noch so ein bisschen in diese Geschichten rein. Also das ist zumindest mein Gefühl so gerade, dass das
dass wir da irgendwie gerade so im Wandel sind und ja. Mhm. Ist das jetzt so ein mögliches Geschäftsfeld für dich, wo du sagst, also hier diese ganzen Reporter, die da so rumschwirren, wir könnten doch zur Verbindung mit ihrer Zentrale StudioLink benutzen, weil das relativ simpel ist, kann man auf den Rechner packen und so. Genau, das ist also schon deine Zielgruppe. Das ist auch durchaus meine Zielgruppe, genau. Das, da gibt es auch schon Kontakte, bestehende Kontakte, die da auch Interesse haben, weil ja, du hattest eben angesprochen, da stehen meistens Kisten, das ändert sich mittlerweile auch, also es wird gar nicht mehr so viel in Hardware investiert, sondern nur noch halt in Server und dann wird das Ganze virtuell betrieben wirklich, also nur noch in Software, weil das natürlich in dem Betriebsablauf wesentlich besser reinpasst. Man kann halt flexibel irgendwas mal auslagern und muss gar nicht so viel Spezialhardware haben, was, wenn die ausfällt, dann ist es halt immer schwierig, dann muss man halt irgendwie Ersatz sorgen oder so und na, wenn jetzt so ein Standardsystem ausfällt, so ein Standardserver, den hat man irgendwie locker mal 3-4 Mal da stehen oder so und kann den irgendwie mal die Software umschieben auf einen anderen und parallel betreiben, aber wenn man jetzt so die Spezialhardware braucht, dann ist das natürlich immer kostenintensiver auch. Und halt auch schwieriger zu managen, ja. Ja. Warst du denn eigentlich schon, bevor du mit StudioLink angefangen hast, so ein Audio-Nerd? Hast du irgendwie so einen Plattenspieler mit starken Gewichten und der ganz genau austariert ist und sowas da stehen? Tatsächlich nicht. Wobei ich es mir so im Nachgang doch sehr schade finde, weil gerade ich finde, also gerade im Audiobereich kann man echt viel machen und gerade und nirgendwo wird das, glaube ich, fast deutlicher, wenn irgendwo was schief läuft. Also gerade Audiotechnik ist halt doch sehr empfindlich, gerade für Einstreuungen und solche Geschichten. Und da kann man sehr viele Effekte sehr schön beobachten. Also ich habe da wirklich schon drüber nachgedacht, also dass gerade in der Ausbildung wäre da gerade Audio an vielen Stellen extrem hilfreich, einfach auch um Phänomene zu begreifen. Ne? Also was sind irgendwie Störungen auch zu visualisieren. Und na, also das wäre, glaube ich, sehr hilfreich gewesen, das in der Ausbildung tatsächlich so in der Form, also wir hatten das zwar, aber alles sehr abstrahiert und natürlich auch sehr stark auf Informationstechnik gemünzt und aber so praktische Beispiele hätte ich damals sehr cool gefunden tatsächlich, wo ich mich jetzt halt so ein bisschen mit beschäftige und reinfuchse und was ich sehr, sehr spannend finde, ja. Was hat dich denn selber auf die Spur gebracht, sich mit Audio zu beschäftigen? Tatsächlich Podcasts. Also ich habe in dem Lautsprecher, wo ich mit Tim drüber gesprochen habe, ist ja erwähnt, also der erste Podcast, den ich gar nicht so als Podcast wahrgenommen hatte. Es war halt damals Chaos Radio Express noch, so 2006, wo ich zum ersten Mal da in Berührung gestoßen bin, weil ich einfach nach Informationen gedürstet habe und da waren halt Informationen und gut, für mich etwas ungewohnt in Audioform, das war dann schon ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, ich war tatsächlich auf der Suche nach Videos, aber habe ich mir gedacht, so cool, ja okay, Audio mal probieren und dann ja, dann habe ich dann gemerkt, dass das doch auch sehr gut funktioniert, tatsächlich Informationen rein über Audio aufzunehmen. Also quasi die Podstock-Community hat dich dann da sozusagen auf diesen Weg gesetzt. Also quasi der Tim Pritlaff in Person sogar, oder? Habe ich die Geschichte falsch im Kopf? Richtig, tatsächlich doch Tim in Persona tatsächlich. Das, wobei ich auch KS Radio auch so ein bisschen, ich hatte glaube ich damals noch nicht ganz den Überblick, aber dann KS Radio Express hatte glaube ich doch schon die interessanteren Folgen für mich, weil da ja auch sehr viel über Programmiersprachen und so weiter und sehr schöne lange Gespräche über sehr tiefe Informationen ging und das kam mir sehr entgegen. Das war irgendwie, das fand ich irgendwie sehr cool, durchaus komprimiert, weil na, also viele Informationen sind ja doch sehr zerstreut und auch wenn die Gespräche sehr lang sind, ist es dann doch eine Kompression der ganzen Informationen auf ein Gespräch, ne? Ja, genau. Das ist schon, also ein sehr schönes Format und Tim hat das immer sehr schön auch wieder zusammengefasst und zusammengeführt. Genau, und von dort aus bin ich dann halt auf andere Formate immer weiter gestoßen und habe dann halt so diese ganze Welt dann erst so für mich erschlossen und so richtig los ging es eigentlich dann, als ich wirklich auf Podcaster und Podcasterinnen treffen dann war und dann hat sich das quasi so exponentiell mein Podcatcher explodiert, ja. Weißt du noch, wann du das erste Mal sowas wie StudioLink vorgestellt hast? Ja, das war, Tim hat es 2013 im Oktober, glaube ich mal, erwähnt. Da war ich noch remote zugeschaltet.
Und ich selber war dann ein halbes Jahr später, also 2014 in Berlin und auf dem ersten PPW, also PPW 14a müsste es dann gewesen sein. Und kurz danach war ich auf Potsdok. Also das war dann das zweite Treffen, was ich dann direkt mitgenommen habe. Ach so, direkt dann, also da ist dann im Prinzip das Gespräch entstanden, was wir gerade eingangs gehört hatten. Da warst du noch ganz frisch in der... Genau, also der Branko hatte mich auf dem PPW 14er angesprochen, ob ich nicht als Möglichmacher, wie er es immer so schön bezeichnet hat, ob ich da nicht Lust hätte, vorbeizukommen. Und ich habe dann mir das angeguckt und gedacht, so ja, warum nicht? Es war in Wolfsburg, war jetzt auch nicht so weit weg von mir. Also habe ich dann gedacht, ich fahre da mal hin, ja. Wolltest du da nicht zwischen dem Workshop-Raum und der Bühne irgendwie so eine Verbindung? War das ein Jahr später? Da bin ich jetzt auch gerade am Überlegen. Ich glaube, es war ein Jahr später. War ich nämlich ganz scharf drauf und dann hat das irgendwie nicht funktioniert. Ja, mein Gott, das sind nur 20 Meter und das sollte doch wenigstens klappen. Aber irgendwie ging es nicht. Ja, weil da war so eine Brandschutztür, die quasi anscheinend auch in der Wand mit Metall ausgekleidet war und ich hatte halt kein Netzwerkkabel oder so mit, um jetzt da ein bisschen zu verlängern. Und ja, das war halt sehr improvisiert und das war, das hat dann irgendwie nicht geklappt tatsächlich, ja, leider. Sehr schön. Gut, das war also dein erster Kontakt zu Potsdok sozusagen. Also Branko Czarnak hat dich selber angesprochen und gefragt, hast du nicht Lust, was zu zeigen? Deine damals noch orangene Kiste. Genau, richtig. Dann könnte man ja so langsam mal das Thema Potsdok so in den Fokus nehmen. Obwohl ich merke schon, jetzt wo ich ein bisschen warm geredet bin, habe ich schon wieder ganz 1000 Fragen an dich. Aber wir müssen irgendwie gucken, wir haben ja noch so viel Programm hier, weil wir ja so ein großes Ereignis haben. Und ich würde auch gerne gucken, dass die anderen auch wieder dazukommen, die ja auch eine Erfahrung haben. Was hast du denn damals gedacht? Oder also, wir machen das jetzt so. Wir gehen jetzt von der Gartenbank runter und gehen ins Querbeet und da machen wir einfach ganz groß Potsdok als Hauptthema. Ist das okay? Ja, klar. Ja, du bleibst sowieso da. Dann gehen wir jetzt einfach mal von der Gartenbank runter ins Querbeet. So, im Querbeet reden wir jetzt über Potsdok. Das ist das große Podcaster-Barcamp-Festival und das dritte habe ich vergessen. Es gibt drei Slogans. Warte mal, irgendwo hängt noch meine... Festival? Ja. Ach nee, Podcast... Festival, Podcast ist das eine Barcamp. Wort, genau. Podcast, Festival, Barcamp, genau. Was hat dir der Branko damals erzählt, was das ist? Muss ich dich noch erinnern? Es gab einen Vortrag von ihm, glaube ich, aber richtig, also da hatte ich irgendwie, glaube ich, keine Zeit, weil ich selber einen Workshop parallel gemacht habe. Ich weiß es jetzt gerade so nicht mehr ganz genau. Er hatte mich halt dann nochmal quasi nach dem Workshop abgefangen und dann nochmal so direkt angesprochen. Dann hat er mir sein Kärtchen in die Hand gedrückt und gesagt so, hättest du nicht Lust? Und was hat er erzählt? Ja, ist eigentlich auch so ein Podcaster-Treffen. Und wie ich gesagt habe, er hätte mich gerne als Möglichmacher, so schön hat er es formuliert, dann dabei. Und dann konnte ich ja fast schon nicht Nein sagen. Ja, weil du da natürlich auf potenzielle Kunden stoßen würdest. Ne? So ja, so habe ich das ja nicht betrachtet, aber das ist schon klar, also das Projekt halt weiter vorzustellen und auch wieder Meinungen zu bekommen. Ich war ja sowieso so in einem schönen Erlebnis, ne, von dem Wochenende da und dann dachte ich, ja, warum nicht das nochmal zu haben, warum nicht? Ich habe damals, als zum ersten Mal so von Potsdok die Rede war, nicht so richtig verstanden, was Branko da eigentlich im Schilde geführt hat. Es war so blieb so ein bisschen nebulös, ja, das Ganze. Klang ja irgendwie total verlockend, aber ich bin ein paar Mal gefragt worden, was ist das denn eigentlich? Und ich merkte dann, wenn ich versuchte zu antworten, dass ich immer so am Schwimmen war, sozusagen. War dir das damals schon klar? Nee, überhaupt nicht. Also ich war auch sehr gespannt, was da passieren wird und wie das überhaupt so sich gestalten wird. Ich hatte mir halt auch gedacht, es wird schon irgendwie so ähnlich sein wie so ein wie der PBW vielleicht, aber noch ein bisschen anders und in anderer Zusammensetzung. Aber ja, so in der Art hatte ich es mir dann versucht vorzustellen und ja, und wie irgendwie sagte Branko, dann hat er auch, glaube ich, nochmal mit mir telefoniert, dass jemand da ist mit seinem Podcast-Köfferchen. Damit meinte er dann den Udo, den ich dann da auch kennengelernt habe. Ja,
Ach ja, der hatte ja auch so ein mobiles Teil sich da zusammengebaut. Ja, richtig, ja. Ich erinnere mich wieder. Lars, hast du? Nee, und du warst, glaube ich, 2014 noch nicht dabei, ne? Nee, das war leider nicht, nein. Genau. Und Marc, hast du eine Idee gehabt, was 2014 Podstock gewesen ist? Anfangs nicht wirklich. Das warst war du für denn mich 2014 schon da überhaupt? Oder 2015? Ja klar, das war doch das im Almke, oder nicht? Ja, die waren ja beide, 14 und 15 waren ja. Ach so, 14, pass auf. Nee, ich war 15. 15 war ich mal. Das erste? Ja, doch, das, okay. Das letzte Mal, als es in Almke war. Das zweite Mal. Da, wo wir diese Killermischung da getrunken haben. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee, nee, nicht. Eben. Aber das ist eklig. Ja, da mussten wir hier dieses Kultgetränk von Podstock mit Mate mischen. Und das war nicht lecker. Nee. Das aber also in, der lecker, Not, hey. Ne? In der Not. In der Not. Das Bier ist halt ausgegangen, glaube ich. Irgendwie so war da was. Bier ist ausgegangen und Cola. Ja. Wir wollten das war relativ schnell. Wollt ihr mir vielleicht mal dann doch mal erklären, was dieses Podstock jetzt eigentlich ist, so im Querschnitt mit den ganzen anderen Podcast-Veranstaltungen? Weil ich kenne es halt wirklich noch gar nicht. Ist bisher irgendwie immer komplett an mir vorbeigegangen. Und ich kann immer noch nicht so richtig einordnen, wo sich das da zwischen den anderen Veranstaltungen bewegt. Ja, dann lassen wir doch mal die Väter zu Worte kommen. Also ich habe hier den Branko Czarnak, den Christian Cordes und den Sven Menke am Mikrofon gehabt 2014 und die haben so ein bisschen was dazu erzählt. Klären wir mal auf, wer hier eigentlich spricht. Hier sprechen von rechts nach links oder von links nach rechts, ich weiß nicht. Fangen wir links an. Branko Czarnak. Branko Czarnak, Christian Cordes und Sven Menke. So, hab ich's. Mein Gott. Und die drei sind die geistigen Väter, ja, von der Idee Podstock 2014 oder Podstock überhaupt. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat Sven diese Idee eigentlich geboren, oder? Den Begriff auf jeden Fall, ja. Wir haben das sogar live auf Podcast, wie Sven gebiert. Wir haben ihn beim Kreisen aufgenommen. Wie war denn die Geburt? Nee, wir waren wir in Düsseldorf oder Dortmund? Ich weiß das immer nicht. Düsseldorf und dann waren wir in Paderborn, als wir geboren haben. Düsseldorf war Hörerinnengrillen vom NSFE-Podcast. Und ich bin auch dahin als Hörer und habe dann nachher irgendwie den Branko aufgelesen, der seinen Zug verpasst hatte. Und die Stimmung an dem Tag, es war ja nur ein Tag. Ja. War halt total geil. Tim hatte irgendwie eine kleine Box mit relaxter Musik. Wir haben gegrillt, das Wetter war das Beste, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Da habe ich gesagt, das ist so richtig Podstock, weil irgendwie Podcaster da sind, Hörer da sind, es wird gegrillt, es ist Musik. Und Branko fand das so geil, dass er gesagt hat, Mensch, da müssen wir irgendwie was draus machen. Und das haben wir dann in Paderborn irgendwie mal beim ersten OWL-Podcast-Cluster-Treffen besprochen, die Idee. Branko, liegt das daran, weil du so ein Geschäftsmann bist? Hast du gedacht, da kann man was draus machen? Da kann man irgendwie ein Geschäft draus machen? Nee, das war Liebe. Liebe aufs erste Hören. So. Und Business mache ich mit anderen Sachen. Das ist wie das Podcasten an und für sich. Selbst wenn keiner zuhören würde, ich mache das ja, weil es mir etwas bedeutet und nicht, weil ich damit jetzt irgendwie besonders viel Geld verdiene oder alle das ganz toll finden und einen umrennen deswegen, weil sie es alles ganz toll finden, sondern ich glaube, so viel Antrieb, was war das? Intrinsische Motivation ist das, ja. Also wir hören, der Anfang von Podstock war Liebe. Das ist doch wohl so poetisch, wie es kaum anders sein kann. Ja, ich würde erweitern, wir führen es mit Liebe weiter. Ja, also wenn ich die jetzt richtig verstanden habe damals, dann war das im Prinzip die Idee, einen Raum zu schaffen, in dem Dinge sich entfalten können. Was sich da genau entfalten sollte, das war offen gelassen. Also das war im Prinzip alles für alles möglich. Also alles war möglich, nichts vorgegeben. Einfach nur so eine Idee, diese Stimmung, die da damals in Düsseldorf in den Rheinwiesen war, ich war auch selber da und kann das bestätigen, die zu konservieren und einfach auf ein Wochenende zu übertragen. Kannst du damit was anfangen, Ulrike? Na puh, bisschen vielleicht, aber ich meine, ich weiß nicht, ich kenne bisher halt immer eher, also ich treibe mich
bisher habe ich mich rumgetrieben auf den PPWs oder Subscribes, wo es ja wirklich dann inhaltlich auch immer um Workshops und das Podcasting voranbringen und Ideen entwickeln geht. Und immer, wenn es um Podstock geht, dann, weiß nicht, ich höre dann was von Siebdruck und Sterne gucken und es klingt immer abgefahren und lustig, aber halt nicht so Podcast-konzentriert. Das ist irgendwie auch mal so der Punkt, warum ich mich da bisher auch noch nie gesehen habe, weil ich irgendwie immer nicht richtig einordnen kann, so, was genau ist das? Aber jetzt klingt es gerade eher so ein bisschen festivalartig für Podcast-Interessierte, für Hörer. Ich weiß es immer noch nicht ganz genau. Ja, das war auch damals nicht ganz klar. Also die einen sagten, das ist die Mutter aller Hörer treffen, die anderen sagten, nein, Hörer sind gar nicht willkommen und so weiter. Das ging auch immer so ein bisschen durcheinander. Ich habe hier noch einen kleinen O-Ton, was macht Podstock aus? Vielleicht hilft uns das noch ein bisschen bei der beim Erspüren der Idee. Wir stehen nicht auf der Bühne und bespaßen alle, sondern alle haben einen Teil daran, alle bestimmen mit, wie dieser Event wird. Und ich glaube, das hat sich wirklich ganz gut gemacht an dem Wochenende. Das war für uns auch so die Überraschung. Wir machen so die Bühne klar, dass da jeder drauf kann. Wir machen es möglich, dass sich Leute treffen mit ihrem Equipment, sich gegenseitig das zeigen können, gegenseitig Erfahrungen austauschen können. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundcharakter, der immer irgendwie erhalten bleiben soll. Dass wir uns nicht hinstellen und sagen, wir haben hier ein Showprogramm für euch, sondern es ist ein Treffen, wo jeder mitwirken kann. Und ich glaube, das macht Podstock auch am meisten mit aus. Ne? Die Selbstwirksamkeit zu feiern, so die ja im Podcasting so drinsteckt. Ne? Ja. Ich kann es immer wieder sagen, wir leben in einer großartigen Zeit und machen uns viel zu selten klar, was für tolle Möglichkeiten wir da in der Hosentasche mit uns rumtragen und direkt Livestreaming vom... Das ist nur in deinem Kopf. Genau, in deinem Ohr. Okay. Also penoide Anspielungen gab es damals schon vor 3 Jahren. Zieht sich also auch irgendwie durch. Ich höre daraus, es ist ein Möglichkeitsraum. Also ein Möglichkeitsraum, und der ist tatsächlich über die Jahre immer größer geworden. Aber wahrscheinlich ist es auch für Außenstehende einfach schwer zu fassen. Wir können ja mal fragen, wie der Lars zum ersten Mal von Podstock erfahren hat. Was war deine Vorstellung, was das ist? Ja, ich glaube, da geht es mir glatt wie Ulrike. Ich hatte keine konkrete Vorstellung. Als ich die ersten Male davon so ein bisschen Wind bekommen habe, war ich noch in einer sehr begrenzten, wie nennt man das, in so einer Blase. Ich hatte hier mal im Sendegarten auch erzählt, wie das bei mir losging mit Hoaxilla und methodisch inkorrekt und so. Also ich war noch nicht sonderlich vernetzt. Und dann hatte ich eben 2014, glaube ich, dann davon schon gehört und auch so die Rückblicke und so. Dachte, ja, klingt wohl interessant, aber weiß ich noch nicht. Ja, und 2016 war das Ganze bei mir schon ein bisschen fortgeschrittener. Ich war inzwischen selber am Podcasten und so. Da habe ich gedacht, da muss ich dann mal gucken gehen. Und das war ein Wochenende, an das ich immer noch extrem gern zurückdenke. Also das war so ein, wenn ich im Nachhinein darüber nachgedacht habe, so ein Hach-Gefühl. Da kam noch Endorphine raus, hätte ich fast gesagt. Das war einfach... als ob der Urlaub im Kopf noch weitergeht. Das war wirklich klasse. Aber was erwartet mich denn, wenn ich da hingehe? Einfach mal so örtlich. Nehmt mich mal mit auf eine kleine Audioreise. Ich komme da hin, da ist ein Zeltplatz, eine Bühne, keine Ahnung, ein Bällebad, Einhörner, sieht's aus wie auf dem Camp auf dem letzten, da war ich mit dabei. Habt ihr einen Podcaster-Tisch, eine Jugendherberge, Wie sieht's da aus? Wie muss ich mir das da vorstellen? Große Wiese und alle sitzen im Kreis oder? Genau, also in der Regel, also jetzt in Sorschied war es halt wieder so ein Selbstversorgerhaus, wo halt auch sehr viel Gelände drumherum ist. Vorher in Almke war es ein Jugendzeltplatz in der Tat.
Das war dann allerdings, da hatten wir Probleme mit Anwohnern, dass die halt um 10 irgendwie dann gesagt haben, hey, könnt ihr mal etwas runterdrehen? Um 10 geht man ja auch schlafen. Ja, genau. Und das, ja, das war dann halt ein bisschen ungünstig. Deswegen hatte Branko halt für 2016 noch was gesucht, was halt irgendwie etwas abgelegener ist. Und das war dann halt in Sorschied natürlich im Hunsrück sehr abgelegen, aber durchaus nicht verkehrt. Und ja, also das ist so die räumliche Umschreibung, also die landschaftliche Umschreibung ein wenig. Ja, dann hatten wir halt ja Zeltplätze. Das hat sich auch erst mit der Zeit entwickelt. Und ja, also wir haben Zeltplätze, wir hatten dieses Jahr einen Podcast-Tisch, also konzentrieren wir uns vielleicht mal ein bisschen auf dieses Jahr, wenn wir natürlich jetzt die ganze Historie aufwickeln wollen, ich glaube, dann wird das jetzt zu schwierig. Also nee, gern, was mich erwarten würde, wenn ich beschließe jetzt, genau, also was nächstes letzte Wochenende zu reisen oder genau, ins nächste Jahr. Genau. Also wir hatten einen Podcast-Tisch in der Tat. Das ist so ähnlich wie beim Kongress auch oder im Sendezentrum, dass man sich da hinsetzen kann. Wir hatten so eine Voranmeldung mit drin, aber da hätte auch jederzeit natürlich spontan was stattfinden können oder hat auch spontan stattgefunden. Ich weiß es nicht ganz genau, weil ich da jetzt keine Übersicht habe. Wo wir einfach Technik hinsetzen und das haben die 3 auch ganz schön beschrieben und das war eigentlich auch so mein Ansatz zu sagen, ich baue halt, was ich gut kann, nämlich Infrastruktur, also ich stelle alles irgendwie zur Verfügung und dieses Jahr hatten wir sogar Videoübertragungen mit dabei für die Bühnengeschichten und auch für die Workshops und jeder bringt halt sein Thema mit und macht dann halt was da draus und das kann nicht oder es muss nicht was mit Podcasting unbedingt zu tun haben, sondern vielleicht auch mit den Themen, in denen man sich die es in einem Podcast drehen. Also ja, wenn du jetzt irgendwie dein Thema mitbringen willst, dann wäre das auch eine Möglichkeit, das dann vorzustellen, was ja jetzt so ja eher auf einer Subscribe metatechnisch vielleicht besprochen wird, aber dort halt auch inhaltlich einfach mal stattfinden kann, unabhängig vom Podcasting-Aspekt. Und das heißt, ja, es ist wirklich so gedacht, eigentlich jeder bringt sein Thema mit und seine Themen und man, ja, jeder macht sein Podstock so da raus. Also das ist so die Grundgeschichte. Deswegen, es wird nicht so viel vorgegeben von uns. Programmtechnisch. Das wird alles nur im Vorfeld abgefragt, wer Lust hat, was anzubieten, auf der Bühne Programm zu machen. Und wir versuchen da auch gar nicht irgendwie großartig, oder ich versuche jetzt auch nicht und auch das Orga-Team nicht wirklich da einzugreifen und zu sagen, nee, das ist jetzt ein Thema, das passt hier gar nicht hin. Na, also, hast du noch nie ein Thema abgelehnt? Nein, also bisher ist, also klar, wenn da jetzt etwas wirklich Absurdes kommt oder irgendwie wirklich sowas wie so ein Kommentar oder jemand, wo man denkt so, okay, das wird jetzt gar nicht funktionieren oder also im Sinne von, das ist irgendwie beleidigend nur oder sowas, klar, das würde abgelehnt werden, aber so rein inhaltlich möchte ich da tatsächlich überhaupt gar nicht eingreifen, weil warum auch? Das ist halt wirklich, es funktioniert auch, muss man tatsächlich sagen. Ne? Das, also auch schwierige Themen. Also Hanna hatte dieses Jahr ein sehr schwieriges Thema mit dabei, was erst aufgrund der zeitlichen Legung des Slots nicht so gut funktioniert hat, aber dann am Nachmittag umso besser. Was war das? Das hieß das Leben nach dem Trauma, glaube ich, ne? Okay. Also da ging es schon ein bisschen zur Sache. Also das war jetzt nicht ganz so einfach. Ich hatte jetzt leider keine Zeit dabei zu sein. Es gibt aber, glaube ich, eine Audioaufzeichnung. Videoaufzeichnung hatten wir, glaube ich, nicht gemacht. Das sollte nicht passieren, glaube ich. Aber es gibt eine Audioaufzeichnung und ja, also da kann man auch dann reinhören. Also war auch mein Ziel dieses Jahr, eigentlich alles irgendwie aufzuzeichnen und ja, erlebbar zu machen für alle anderen, die nicht teilnehmen können. Wie war das? Gibt es so ein Feed mit allen Audioaufnahmen zufällig? Genau, oder? Es gibt eine Kuration, Podstock nachher heißt die, glaube ich, die können wir mal verlinken. Da gehen auch Podcasts ein, die so ein bisschen ihre, ihr Empfinden und ihre Erfahrung auf Podstock einfach mal berichten, aber auch die natürlich dort stattgefunden haben. Und wir haben dieses Jahr durch das VOG haben wir natürlich auch einen YouTube-Channel, den wir bespielen. Wie viele Menschen waren da insgesamt? Um die 60 Personen, 61 oder so. Ach, also klingt ja ganz kuschelig.
Ja, das war jetzt noch ganz kuschelig und ja, also es ist auch noch eine Größe, wo halt wirklich jeder jeden noch irgendwie ein bisschen sprechen kann, wobei es auch schon schwieriger wird. Also ich glaube, das erste Potsdok-Treffen war in der Tat, da waren wir irgendwie so 15, 20 vielleicht so um den Dreh. Da war es natürlich wirklich sehr kuschelig. Da konnte man sich wirklich sehr lange mit jedem noch irgendwie unterhalten über die Tage, aber jetzt wird das schon ein bisschen schwieriger. Gerade also für mich nahezu unmöglich, aber für alle anderen, da denke ich, ist da noch ein bisschen Raum gewesen, hoffe ich. Und leuchten da nachts auch die Bäume, wie auf dem Camp, oder seid ihr nachts alle ganz brav und geht schlafen, nachdem ihr eine Runde Werwolf gespielt habt? Also wir haben natürlich ein Lagerfeuer und das brennt in der Regel fast die ganze Nacht, solange es geht tatsächlich, ja. Aber also nicht überall LEDs und Disco-Kugeln im Baum. Also wir hatten natürlich dieses Jahr Bühnenbeleuchtung, aber so Disco, das kann man natürlich auch ausbauen. Also wer Bock hat, da hinzukommen und natürlich sagt, ich bringe ein bisschen, also jeder bringt seine Verrücktheiten einfach mit oder seine Ideen und macht raus. Also wir haben dieses Jahr diese selbstkonstruierte Regenablaufrinne dabei gehabt, was auch sehr cool war. Also, Achso, ihr seid voll eingeregnet, oder? Genau, also es war wirklich fast, also ich weiß nicht, ob es vom Regen noch schlimmer, wahrscheinlich schon, aber das war schon sehr, sehr heftig und wir hatten auch überlegt, ob wir überhaupt draußen die Bühne aufbauen, aber wir haben uns dann doch dafür entschieden, weil wir gesagt haben, es ist ein Festival und wir probieren es einfach mal und dann wurde doch sehr viel Kreativität freigesetzt, indem einfach so eine Folie im Baumarkt besorgt worden ist, weil das Sonnensegel, was eigentlich wasserabweisend war, dann das Wasser irgendwie halt doch durchgelassen hat, statt es abzuweisen, also nach unten abgewiesen hat er. Und aber dadurch wurden alle sehr kreativ, was irgendwie sehr cool war und der Stimmung tatsächlich keinen Abbruch gemacht hat. Wobei es echt ein bisschen nervig war, dann so im Regen zu stehen beim Aufbau, aber das war dann doch irgendwie erträglicher als gedacht. Vielleicht kann man das tatsächlich mit dieser Idee des Camp so ein bisschen vergleichen. Ja, also man kommt einfach zusammen, nach Möglichkeit an einem lauen Sommerwochenende, wo man im Prinzip sich auch mit der Gitarre ins Gras setzen kann und einfach so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Und irgendwo im Laufe des Tages erzählt dann noch irgendeiner was über den neuesten Rekorder oder keine Ahnung, was man vielleicht an Sprechtechniken oder wie kriege ich meine Stimme noch lauter, größer, schöner oder eben etwas ganz anderes in der Nacht zum Beispiel die Sterne angucken, weil das einfach ein interessantes Thema ist, was jemand mitgebracht hat, weil das interessiert, so wie letztes Jahr der Lars, der uns da dann einfach mit einem mitgebrachten Teleskop Sachen am Himmel erklärt hat und das dieses Jahr auch gerne wieder machen wollte, aber da gab es halt die Wolken dazwischen. Ach, das ist ja schade. Nee, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass das dann ausgefallen ist. Das war mal das Einzige, was ich so im Hinterkopf hatte und den Siebdruck, weil das durch Sendegate geflogen ist oder so. Aber sonst hatte ich nicht wirklich eine Vorstellung davon, was passiert. Und immer so dieses Pott im Stock konnte ich immer nicht so richtig zusammenbringen mit den paar Informationsschnipseln, die mir zugetragen wurden. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war so die Ursprungsidee zu sagen, wir zelebrieren das Podcasting irgendwie. Also es soll so ein Wochenende sein, wo Podcasting im Mittelpunkt steht, aber nicht so arbeitsintensiv wie so ein Subscribe oder ein PBW-Treffen, sondern mehr so ein Happening mehr oder weniger. Und da gibt's eine Bühne und wer Lust hat, der stellt sich da hin und macht halt ein bisschen Show. Und da gibt's wie nannten wir das damals, Werkstattraum oder so ähnlich, Werkstatt oder so, wo dann zum Beispiel der Udo da seinen Koffer vorgestellt hat oder irgendwelche Lötübungen gemacht wurden, auch zu ganz ungewöhnlichen Zeiten. Morgens um 6 schnappte sich jemand einen Lötkolben und zeigte jemand anderem, wie geht oder so. Also so wirklich, was passiert, passiert und es ist einfach ein Wochenende Heiterkeit, singen, trinken, sich kennenlernen, intensive oder auch oberflächliche Gespräche führen und so weiter. Und im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, wo die Idee so genau herkam, vielleicht durch das von Lars angepinkte so ein bisschen, da kam so die Idee rein, man könnte doch im Prinzip über das Thema Podcasting und Audioaufnehmen hinausgehen und sagen, alles, was in irgendeiner Weise uns bewegt und wir Lust haben, das mit anderen zu teilen. Also diesen Barcamp-Charakter, der eben nicht vorgibt, was das Thema ist, ob man den nicht damit einbauen kann. Und deswegen hat es sich dieses Jahr nochmal ein bisschen verändert. Oder habe ich das falsch verstanden, Sebastian?
Also Barcamp war schon also tatsächlich als eine Beschreibung schon immer dabei, von Branko vorgegeben, aber du hast schon nicht unrecht, also die in den ersten Podstock, also die ersten Podstocks waren tatsächlich doch thematisch noch sehr nah dran am Podcasting, und jetzt hat sich durchaus da was entwickelt, wo ich eigentlich auch sehr froh drüber bin, weil es halt ja auch so ein Ding ist, dass halt wirklich jeder sein Thema mitbringen kann. Und ich finde auch, das funktioniert sehr gut. Das war auch eher so ein Experiment, ob das funktioniert, aber ich glaube schon, dass das sehr gut angekommen ist. Und dass wir dafür Raum lassen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Bestandteil mittlerweile. Es gab also aber schon so langsam macht's langsam auch, glaube ich, für mich Sinn. Ich meine, wir arbeiten ja dran, mit unseren Podcasts irgendwie Themen über Audio rüberzubringen, die aber auch Auswirkungen auf die Realität haben sollen. Da macht es natürlich auch Sinn, das Ganze auch mal an einem Ort mal zu leben, auch mal selber und nicht nur der Produzent zu sein. Vor allem, du hast ja sonst immer das Problem, dass du Feedback schwer bekommst oder, ne, also manche haben ja Probleme mit Feedback überhaupt irgendwas zu bekommen, und da hast du wirklich die Gelegenheit mal, wenn du in so einem Workshop oder auf einer Bühne da irgendwie auch nochmal wirklich sofort Feedback zu bekommen und zu sehen, dass das Thema vielleicht greift oder was halt an dem Thema besonders fasziniert. Und ich hatte jetzt bei meinem Workshop zum Beispiel auch, obwohl ich ja schon so oft Studio Link vorgestellt habe, die Hanna dabei, und die hat einfach ganz einfache Fragen gestellt. Und somit hat sich der Workshop eigentlich in eine Richtung entwickelt, wo ich wirklich nochmal von Anfang anfangen konnte und dann halt wirklich auch nochmal wirklich ja grundlegende Fragen beantworten konnte, so dass jemand, der noch nie was mit Studio Link zu tun hatte, dann vielleicht einen besseren Einblick bekommt. Und so könnte das halt mit dem eigenen Thema auch nochmal funktionieren. Man ist ja immer selber sehr befangen, was das Thema angeht, und wiederholt sich vielleicht nicht gerne. Und da ist es einfach nochmal so wirklich so ein Reset von null. Oder man hat halt schon irgendwie Hörer und Hörerinnen, die dabei sind und dann auch vielleicht irgendwie einen mit Fragen löchern. Wer ist denn eigentlich Hanna? Der Name ist jetzt heute schon so offen, ich glaube, ich kenne die überhaupt nicht. Genau, die ist auch so aktiv als Podcasterin, glaube ich, also mir auch vorher nicht bekannt gewesen. Müssten wir jetzt mal gerade raussuchen. Also der Podcast heißt Viele Sein. Viele Sein, genau. Viele Sein? Also wie viele. Ja. Viele. Genau. Noch nie gehört. Genau, und das ist auch so ein Effekt auf Podstock, also so ähnlich auch auf der Subscribe, dass man halt auch dort wieder sehr viele Sachen kennenlernt und neue Menschen kennenlernt aus der Community oder die sich irgendwie der ganzen Community zugehörig fühlen. So, jetzt muss ich ja auch selber gerade mal. Jetzt schon 31 Folgen und ich habe noch nie von ihr gehört, da ist irgendwas gewaltig schiefgegangen. Ja, das ist es ja, unsere Welt ist viel, viel größer, als wir das vorstellen können. Das ist echt ein Universum. Wie ist denn die Bubble so im Vergleich zu den Leuten, die sich so auf Subscribe und Camp rumgetrieben haben? Komplett anders? Nee, also da ist schon eine gute Schnittmenge dabei, aber durchaus auch Personen, die ich auch vorher nie auf den anderen Veranstaltungen bisher getroffen habe. Also das gibt sich so 50-50, würde ich fast schon sagen, oder? Was meint ihr? Ja. Aber durchaus auch Leute, von denen ich glaube, dass sie sagen würden, zu einer Subscribe würde ich nicht gehen. Das ist mir zu hochgestochen, das ist mir zu kompliziert, das ist mir zu zielgerichtet irgendwie. Also ich habe gerade schon, das war der Black Mac 42, der hat das mal so schön gesagt, dass Podstock diese Leichtigkeit eben hat. Also es ist, man bekommt nicht ganz so viel Informationen mit, aber man bekommt mehr Stimmung mit und man bekommt vor allen Dingen so viel Socializing mit. Also diese Abende da am Grill zu sitzen, die scheinen wohl irgendwie besonderen Charakter zu haben. Ich kriege das oft nicht mit, weil ich irgendwann mal so müde bin, dass ich dann ab ins Hotel fahre. Aber wenn die Leute da sitzen und dann irgendwelche Kreationen von Goldbrand probieren oder das letzte Lied auf der Gitarre geklampft ist, dann entsteht da so ein Familiendings irgendwie. Also so eine kuschelige, gute Welt Fantasie. Also das klingt jetzt so ein bisschen abgefahren, aber ich habe immer das Gefühl, in diesem Podstock-Wochenende, da kommen Leute zusammen, die einfach eine Vorstellung haben, wie kann man miteinander umgehen, und da laufen nun wirklich sehr unterschiedliche Menschen rum mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und auch
unterschiedlichen körperlichen Einstellungen oder so weiter. Und es funktioniert. Also es ist sehr barrierearm, oder wie ich im Gespräch mit der Inga letztens noch hatte, sie sagte, das ist für mich gelebte Inklusion. Also das, was sonst so geredet wird irgendwo, da habe ich es einfach mal ein Wochenende lang tatsächlich vor Augen gehabt und es hat total einfach funktioniert. Also das ist wirklich so, ja, eine seltene Gelegenheit, das einfach mal zu erleben. Ja, klingt für Außenstehende jetzt ein bisschen schwierig in Worte zu kleiden, aber vielleicht kann mir jemand helfen, der da gewesen ist, ob das auch so empfunden wird. Jeder wird einfach so genommen, wie er oder sie ist. Das ist. Habt ihr das Gefühl, dass das auf einer Subscribe irgendwie groß anders ist? Ich meine, ich kam da ja auch so als jemand, der mit Technik keinen Plan hat und so und wurde da irgendwie sehr gut aufgenommen. Wenn das so jetzt rüberkommt, dann nimmt das den falschen Verlauf. Das Wort Leichtigkeit, das Martin gerade genannt hat, das ist da. Also ich fühlte mich auf meiner ersten Subscribe deutlich befangener, weil es eben diesen Konferenzcharakter hat und weiter durchgeplant wirkt auf mich. Es gibt einen sehr straffen Zeitplan, sagen wir mal so. Durch die Räumlichkeiten und so hat das Ganze schon mal ein etwas, ja, wie beschreibt man das? Ich will nicht sagen, es wirkt steifer. Nein, die Subscribe war immer toll. Ich will auch gerne wieder hin. Aber ja, das Podstock ist mehr Festival. Ich nehme das Subscribe nicht als Festival wahr. Das Podstock halt noch nie aber auch schon. Festival, deswegen. Ach so. Ich war auch noch nie der Festivalgänger. Ich auch nicht. Aber außer, ich weiß nicht, gilt das Camp in irgendeiner Art und Weise als Festival? Ich weiß es gar nicht so genau. Das kommt der Sache, glaube ich, schon sehr nah, oder? Ich bin auch tatsächlich nicht so der Festivalgänger. Es ist sehr interessant, dass wir ein Podcast-Festival, organisieren. Du kannst, also wenn man die Veranstaltungen miteinander vergleicht, was sehr gewagt ist, finde ich, dann eher so Camp, in die Camp-Richtung. Ja. Subscribe ist halt, ja, wie eher Martin noch, ja gesagt hat, wie Lars gesagt hat, eher so konferenzmäßig. Ja, eher noch so Sendezentrum, wobei es auch nicht ganz in der Form ist, wobei es natürlich sehr viele Überschneidungen gibt, muss man ganz klar sagen, ja. Ich würde es so sagen, bei einer Subscribe geht man hin zum Arbeiten und nebenbei ist es noch ein bisschen gemütlich. Und beim Podstock geht man hin, weil es gemütlich ist und nebenbei wird noch ein bisschen gearbeitet. Ah, okay. Also die Reihenfolge ist andersrum. Ja, Erik schreibt gerade im Chat, er glaubt, Podstock muss man einfach mal erlebt haben. Und da hat er recht. Aber man muss ja trotzdem erstmal so den Schritt wagen, hinzugehen. Mhm, ja. Also für mich war es immer so, ich weiß nicht, was es ist. Es gab dann irgendwie sowas, das heißt Podcamp, aber das ist anscheinend ohne Camp und da gab es noch dieses Podstock und es ist kein Stock und keine Ahnung. Ich wusste, das konnte ich irgendwann gar nicht mehr auseinanderhalten und wenn mich jemand gefragt hat, gehst du zum Podstock? Weiß nicht, was ja, das ist. Das Stock kommt halt von Woodstock, dem Ursprungsfestival aller Festivals vielleicht. Oh, Historiker werden mich jetzt wahrscheinlich schlagen. Ja, sagen wir mal einfach, wir bewegen uns auf historischem unsicheren Grund, aber das ist ja in nassen Wiesen von Woodstock sicherlich auch okay sozusagen. Wir schreiben unsere eigene Geschichte, wir brauchen die alte nicht. So. Aber da hat es auch geregnet, oder? Ja, glaub schon. Das war Nass da. Ich kenn's nur aber aus den Simpsons, von daher habe ich keine Ahnung. Und ich habe einen Master mit irgendwas mit Geschichte gemacht. Ich spreche euch frei von allem. Sehr gut. Dafür habe ich doch meinen Master gemacht, oder? Um uns frei zu sprechen, ja. Genau. Von historischen Halbwissen, auch wenn ich selber nichts besser weiß. Aber um das nochmal eben, da muss ich nochmal eben zwischengrätschen, Martin, ich glaube nicht, dass ich irgendwie eine Initialzündung gemacht habe, dadurch, dass ich die Astronomie dahin gebracht habe, weil im gleichen Jahr hat zum Beispiel der Ralf Meyer seinen Kabelworkshop gemacht. Und, ach ja, genau, stimmt. Ja. Da waren mehrere solcher Sachen, die einfach in diesem Jahr so aufgeploppt sind und für mich ist das einfach so, die Zeit war reif dafür. Da haben einfach mehrere Leute parallel die gleiche Idee gehabt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es dafür eine konkrete
Zündung gehabt. Ich hatte irgendwie die Idee und dachte, gut, wenn das interessant ist, frage ich mal und habe dann bei Twitter rumgefragt. Das war also die Sache, okay, ich bringe die Astronomie mit hin. Ralf machte das mit den Kabelbäumen und ich meine, da war noch mehr so von Sachen, die nicht direkt einen Podcast-Bezug hatten. Und ich fand das unheimlich spannend, da so einen Blick über diesen Tellerrand zu haben, wie man das eben dieses Jahr auch hatte. Die Judith hat dieses Zentangeln mitgebracht, dieses Zeichnen. Es wurde Lockpicking gemacht, eben mit diesem Schlösser aufschließen. Wir haben gebastelt, da kommt ja später wahrscheinlich noch was zu. Ist doch cool. Also das war einfach so, dass jemand gesagt hat, ich kann was mitbringen. Wenn es euch interessiert, mache ich das. Ja, das war letztes Jahr so, ich hatte das Gefühl, als wir da weggefahren sind, hatten wir überlegt, das hat aber ganz gut funktioniert, das könnte eine Richtschnur werden sozusagen. Also dieses Öffnen für Kreativität aller Couleur, also schon irgendwie, irgendeiner rennt da immer mit dem Mikrofon rum und man muss immer aufpassen, wo man was sagt, weil es könnte aufgenommen werden. Dieses Jahr haben wir auch Lesson Learned. Ich glaube, letztes Jahr gab es irgendwie auf der Bühne dann nicht GEMA-freie Musik und dieses Jahr haben wir das dann gar nicht gemacht, weil sonst in den ganzen Aufnahmen irgendwie GEMA-Musik drin war. Claim. Ja, so ist Witz immer, also ist, man probiert sich halt aus und muss ja jetzt tatsächlich auch sagen, das war jetzt 2017 die erste Veranstaltung, die der Sebastian als Haupt, oder als Mr. Podstock, habe ich ja immer gesagt, also als derjenige, der die Gesamtverantwortung und auch die kaufmännische Verantwortung für die ganze Geschichte übernommen hat, gemacht hat. Insofern auch nochmal ein Wechsel in der Orga, was Branko da vielleicht an Zuarbeit hatte, die ist jetzt nochmal wieder neu definiert worden, ganz neue Leute zusammengekommen. Kannst du mal ein bisschen was erzählen zu diesem Team, Sebastian? Wie ist das gewesen so in der Vorbereitung? Genau, also wir hatten letztes Jahr, glaube ich, nach Podstock hat sich Moment, andersrum. Ich hatte es ja auf der Podstock-Bühne auch schon mal kurz erzählt. Also Ludger hat uns quasi irgendwann im Januar mal angeschrieben, dass er sich natürlich auch wieder wünschen würde, dass dieses Jahr wieder ein Podstock stattfindet. Und bis zu dem Zeitpunkt war tatsächlich irgendwie unklar, ob es ein Podstock geben wird. Ne? Also es gab, also Branko hatte schon zum letzten Podstock halt gesagt, dass er sich eigentlich zurückziehen möchte und dass er das nächste definitiv aller Voraussicht nach nicht organisieren wird. Und ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich vorstellen. Und so ist das dann halt erstmal lange Zeit lang liegen geblieben. Und dann hatte halt der Ludger irgendwann im Januar, der halt auch das letzte Mal zum ersten Mal dabei war, dieses Jahr dann doch irgendwie auf letzten Metern nicht konnte. Aber der hatte so auch dann irgendwie Podstock verinnerlicht, dass er da irgendwie gesagt hat, das muss irgendwie stattfinden und sozusagen uns alle nochmal angetriggert hat. Und dann ist auch irgendwann Branko auf uns zugekommen und hat dann gesagt, so, ich würde das jetzt gerne übergeben. Und dann habe ich mir halt überlegt, machst du es jetzt oder machst du es nicht? Und ich fand diesen Raum und diese Möglichkeit im Sommer halt neben der Subscribe und neben dem Sendezentrum nochmal etwas zu haben, was das Ganze mit ergänzt und auch die ganze Community irgendwie noch weiter zusammenbringt und voranbringt auch und sichtbarer vielleicht macht nach außen. Ich meine, das ist ja auch immer wieder so ein Thema, was im Sendegate thematisiert wird, dass wir halt nach außen nicht als Community, als Podcast-Community nicht wirklich sichtbar sind. Ich glaube, da kann dieses Event vielleicht auch ein Stück weit dazu beitragen. Es ist jetzt natürlich eine riesige Verantwortung, aber es ist ja auch nur ein Puzzlestein in diesem ganzen System oder kann es sein. Und das fand ich schon irgendwie wichtig, das zu erhalten und weiterzutragen. Und dann habe ich noch ein bisschen lange überlegt und dann habe ich dann tatsächlich gesagt, okay, ich mache das. Und ja, und zu dem Zeitpunkt hatten sich aber auch schon viele andere dann mit dazugefunden. Die Becky, Udo, der auch irgendwie beim ersten Podstock dabei war. Martin hat auch wieder gesagt, er würde das Bühnenprogramm gerne begleiten und im Orga-Team dabei sein. Lars hat sich dazu gefunden.
Erik ist dabei. Oh, jetzt habe ich das nicht vorbereitet. Jetzt muss ich gucken, dass ich niemanden vergesse. Erik, Becky, Lars, sind echt viele mittlerweile geworden. Ludger. Genau, dann habe ich den Andi vom VOG-Team auch irgendwann angeschrieben und gesagt, das wäre natürlich irgendwie cool, vielleicht Videoübertragung zu haben, weil genau wir hatten dieses Problem, dass halt immer wieder gesagt wurde, was ist denn Podstock? Und wir hatten zwar irgendwie Audioaufnahmen, aber ob da alles rüberkommt und ob auch über Video alles rüberkommt, ist noch eine andere Frage. Aber ich dachte, es wäre mal so an der Zeit, da tatsächlich auch mal so diese Videogeschichte mal anzugehen und zu gucken, ob das funktioniert für Podstock. Und was ich jetzt bisher so gesehen habe und gerade dadurch, dass ich selber vor Ort nicht so viel genießen, ich habe das Event genossen, aber ich habe halt nicht die einzelnen Vorträge genießen können, das kann ich jetzt im Nachgang noch, das finde ich sehr schön, das ist auch so ein bisschen Eigennutz tatsächlich dann dabei, aber wir waren beim Team, also ja, das Team ist einfach größer geworden, und auch der Jonas, der zum Beispiel dieses Jahr gegrillt hat und das Grillen übernimmt, er macht zum Beispiel auch einen Grill-Podcast. Ja, das passt thematisch alles irgendwie zusammen. Und jetzt gerade nach diesem Podstock ist das Orga-Team auch nochmal gewachsen. Und ist auch nochmal natürlich eine Herausforderung, das jetzt alles zu koordinieren. Da bin ich auch nicht wirklich die idealste Person. Und ich habe das zu Martin irgendwie am Sonntag auch mal gesagt, dass das eigentlich so nicht mein bester Skill ist. Ich kann zwar vieles, ich kann gut Technik, aber Teamführung oder wie man es auch immer nennen will, das ist eigentlich nicht so mein großes Ding. Ich arbeite meistens irgendwie schon mit eingespielten Personen zusammen und jetzt quasi so ein ganzes Team anzuschubsen und das ist nochmal ein anderes Thema und da finde ich mich jetzt auch gerade selber hinein, aber dadurch, dass das alles jetzt keinen beruflichen Charakter hat und habe ich jetzt auch heute mal geschrieben, keiner muss irgendwie Expertin oder Expertin in dem Bereich sein, sondern wir versuchen uns da alle irgendwie gegenseitig an diesem Event zu helfen und das hat dieses Jahr schon ganz okay funktioniert und wir finden uns da auch noch zusammen, aber und nächstes Jahr wachsen wir jetzt vielleicht auch noch stärker zusammen. Mit der Herausforderung eines anderen Ortes. Da muss man wieder genau. Geländetaufen machen und überlegen, was kann man wie, wo hinbauen. Richtig, also ja, das kam dann jetzt auch noch dieses Jahr in den Planungen dazu, weil es tatsächlich so ist, dass diese ganzen Veranstaltungsorte oder mögliche Veranstaltungsorte für Podstock, wenn man die Kriterien abklopft, in der Regel so 1 bis 2 Jahre, wenn man Pech hat, tatsächlich ausgebucht sind im Vorfeld. Und da muss man sich sehr früh drum kümmern. Ansonsten hat man entweder keine Möglichkeit, irgendwie zeitlich da noch was Gutes zu erwischen oder überhaupt eine Auswahl zu haben. Das war dieses Jahr schon schwierig, als ich da irgendwann im Mai mit angefangen habe. Und und überhaupt einen Ort zu finden, das war auch sehr deprimierend. Also es gab da tatsächlich eine Woche, wo ich wirklich nach einem Telefonat mit einem möglichen Veranstaltungsort wirklich sehr niedergeschlagen war. Also weil, das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, aber das war einfach so eine ablehnende Grundhaltung, die da einfach von dem möglichen Veranstaltungshaus dann plötzlich mir entgegengekommen ist, die mich tatsächlich sehr berührt hat, muss ich tatsächlich sagen. Das hätte ich auch nicht erwartet, weil die Webseite in einer ganz anderen Aufmachung war. Und das fand ich dann sehr schade, so einen Berührungspunkt zu haben. Aber umso glücklicher war ich dann jetzt, diese Kulturherberge, das also unser Veranstaltungsort für 2018 zu finden. Und die sind mega aufgeschlossen und hilfsbereit. Und ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und das passt dann auch wieder. Und das entschädigt das auch ein wenig, diese schlechte. Ist das dann fürs nächste Jahr auch noch groß genug oder soll es nächstes Jahr doppelt so groß werden und du musst wieder suchen? Das ist schon sehr groß. Also die haben so einen Sommerhop, also was ähnlich verrückt ist, was wir da betreiben. Und da reden wir schon über 300-400 Personen, die da quasi dran teilnehmen. Das heißt, also das Gelände bietet, es sind irgendwie 7000 Quadratmeter oder so, die wir da bespielen können. Wir haben eine Innenbühne, wir haben eine Außenbühne, die wir wahrscheinlich irgendwie dazu mieten werden. Die ganzen Details sind noch nicht geklärt, aber prinzipiell, also Wachstumsmöglichkeiten haben wir da genug. Was uns dieses Jahr halt problematisch oder halt in Sorschied halt sehr problematisch ist, ist halt die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist einfach
mega schlecht gelöst dort. Ne, Bahnhof Simmern ist ein Bahnhof mit, ja, mit Bushaltestelle, oder ist nur eine Bushaltestelle, war mal ein Bahnhof, aber da fährt jetzt kein Zug mehr und der nächste Bahnhof ist irgendwie dann eine Busstunde entfernt und man fährt irgendwie aus München mindestens genauso lange wie aus Berlin dorthin und es ist halt alles sehr schwierig und das waren eigentlich so eher die Herausforderungen, dann einen Ort zu finden, der etwas besser angebunden ist. Auch wenn Martin den Fußweg rausgesucht hat von der neuen Veranstaltungslocation. Das ist krass, oder? Wenn man natürlich zu Fuß gehen will, dann dauert es natürlich schon irgendwie 1-2 Stunden vom Alfeld-Leine-Bahnhof loszumarschieren. Aber zweimal am Tag fährt ein Bus, dass man nur 20 Minuten laufen muss, ja. Genau, aber wir werden dann auch wieder einen Fahrdienst versuchen zu organisieren. Insofern ist das dann auch wesentlich unkritischer. Also mit dem Auto sind es, glaube ich, 15 Minuten oder so. Und das ist dann schon irgendwie eher besser zu realisieren. Ne? Ja. Es gibt dann jetzt noch kein Bällebad. Ich weiß nicht, ob wir das jemals bekommen werden, aber das gab es nicht. Du hast so viele Sachen aufgezählt, Ulrike, die waren alle richtig, aber Bällebad gibt es nicht. Ja, müssen wir doch eins. Da muss wohl doch noch jemand eins mitbringen. Ja. Genau, also immerhin hatten wir jetzt ein Einhorn dabei. Ja, das ist schon mal neu. Genau. Was war nicht das Potthorn, oder? Nee, das haben wir aus dem Lager nicht befreien können rechtzeitig. Eigentlich sollte das tatsächlich das Einhorn sein, aber weil es auch noch nach München kommen sollte, aber wir haben es nicht rechtzeitig geschafft, das aus dem Lager herauszubekommen und mussten uns dann mit einem Ersatz-Einhorn quasi vergnügen. Bleiben wir eigentlich bei dem Einhorn oder springen wir auf den nächsten Trend auf und haben dann nächstes Jahr ein Pottflamingo? Flamingo ist das neue Ding? Okay. Ja, das Flamingo wird jetzt das neue Einhorn. Ach was. So nach den Eulen. Einhorn war ja die neue Eule und... Okay, dann müssen wir... Falls du noch ein Maskottchen suchst für nächstes Jahr. Das scheint es Moden zu geben. Wir haben ja den Vogel auf dem Mikrofon. Also genau, wir haben ja von Woodstock den Vogel übernommen oder die Taube vielmehr, die halt auch... Den von Snoopy oder... Nee, der hieß doch Woodstock, oder? Genau, der hieß Woodstock. Der war tatsächlich mal als Logo-Idee drin, aber da hatte Graf Orama dann so ein bisschen von abgeraten, weil der auch schwierig zu stilisieren ist für so ein Logo. Und wir hatten ich hätte jetzt gleich an Copyrights gedacht. Ja, das kommt auch noch wahrscheinlich dazu, aber wir hatten dann, er hatte dann so einen Vogel mit so einem Wuschel-Effekt. Ich glaube, das Orga-Team kann sich noch erinnern, das sah dann eher ein bisschen komisch aus. Könnte man vielleicht auch mal veröffentlichen, so einen Zwischenentwurf. Aber so fanden wir es eigentlich ganz gut, weil also die Grundidee der Taube bei Woodstock war halt einfach dieses Ding mit Frieden und Friedlichkeit und ich hatte dann irgendwann mal definiert, dass Frieden halt für uns auch zutrifft, weil ohne Frieden würden wir dieses Event nicht veranstalten können und das ist ja auch, wenn man das jetzt, also die Taube als Friedenssymbol ist auch nicht ganz unumstritten und weil Tauben an und für sich als in der Natur halt kein friedfertiges Tier sind wirklich. Deswegen ist es ein bisschen merkwürdig, dass die Taube damals diesen historisch Effekt bekommen hat oder diesen Aspekt des Friedens zugewiesen bekommen hat. Aber ich konnte mich mit dieser Grundidee und dann haben wir diese Taube eigentlich auch relativ stärker als Vogel herausgeprägt im Logo und damit konnten sich dann auch alle irgendwie anfreunden im Orga-Team und das drückt halt so ein bisschen diese naturverbundene Veranstaltung, dass wir halt in der freien Natur sind, auch ein bisschen aus und natürlich dann mit entsprechenden mit entsprechendem Mikrofon als unser Instrument. Also beim Woodstock-Logo sitzt halt die Taube auf der Gitarre und bei uns sitzt sie halt auf dem Mikrofon. Je mehr du von Frieden und Friedfertigkeit geredet hast, desto mehr musste ich vorhin an Martin denken, wo er meinte, du wärst der friedfertigste Mensch der Welt. Jetzt habe ich gerade eher ein kleines Logo von einem kleinen friedlichen Sebastian da irgendwo gesehen, der da ganz friedlich irgendwo sitzt oder die Taube reitet oder sowas. Die Taube reiten, ganz sicher. Das wird gut sein. Oder das Einhorn eben, das geht auch. Genau, also ja, müssen wir gucken. Also es war auch nicht ganz einfach so eine Logofindung, aber ich fand das jetzt irgendwie ganz gut, dass wir da jetzt, ich glaube, wir haben da ein gutes Logo für gefunden und bin da eigentlich sehr zufrieden mit auch mit dieser Analogie und ich denke, dass, also ich finde diese Taube oder der Vogel strahlt halt auch so ein bisschen Frieden tatsächlich aus oder so. Hat eine beruhigende Wirkung, zumindest auf mich.
ich habe den Umhängebeutel, den mir der Tim geschenkt hat, habe ich hinten im Auto liegen und habe den mir jetzt die letzten Tage immer angeguckt. Und das ist eine starke Symbolkraft. Also ich bin ganz überrascht, wie stark ich schon über dieses Symbol mit, also meine Gedanken und so weiter, sich da in dieses ganze Erinnerung damit verbindet. Ja. Also das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig gewesen. Wir hatten ja lange Zeit irgendwie kein so richtiges Logo für Podstock. Es gab halt den normalen Schriftzug aber so dieses Identifizierungsmerkmal hat, glaube ich, irgendwie auch gefehlt, diesem Event. Genauso wie die Subscribe ja auch da ja auch jetzt sich weiterentwickelt hat und dort auch sehr viel damit arbeitet. Und ich glaube, gerade dieses Visuelle ist da ein ganz wichtiges Thema als Wiedererkennungswert. Und das ist dann einfach, wenn man das Symbol hat, einfach wieder so in dieses Gefühl wieder zurückkommt, so schnell. Genau, das habe ich auch tatsächlich, ja. Ulrike, kannst du dir vorstellen, wie man in einen Talkessel im Hunsrück WLAN bekommt, wenn eigentlich die Funkstrahlen oben quer drüber gehen über den Talkessel? Muss ich mich jetzt outen, dass ich immer noch keine Ahnung habe, wie WLAN eigentlich funktioniert? Das ist für mich immer noch alles Magie. Ich bin Geisteswissenschaftler. Ich hab, das ist eh sowieso Zauberei, was ihr da alles treibt. Aber also nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Wärst du denn interessiert daran, das mal zu erfahren, was Sebastian sich da ausgedacht hat? Wenn ihr es so runterbrechen könnt, dass ich es verstehe, wäre ich zumindest beeindruckt. Das ist ein gutes Ziel. Beeindrucke sie bitte. Challenge accepted, ja. Also wir hatten halt 2016, als wir das erste Mal dort waren, war Brankos Plan eigentlich das Ganze als Certified Offline zu deklarieren. Weil es halt keine Internetversorgung gab. Also die Internetversorgung vor Ort war halt, der Internetanschluss war irgendwie 2 Mbit oder 1 Mbit. Also ziemlich gering und gerade für so eine Personenanzahl 50, 60 Personen ist das einfach, wenn alle darauf zugreifen wollen, dann natürlich viel zu wenig, um allen irgendwie auch Twitter zu ermöglichen, selbst das. Und dann gab es auch noch technische Schwierigkeiten, weil halt der WLAN-Router einfach oder vielmehr der WLAN-Access-Point oder die haben da so einen Repeater im Einsatz, einfach gar nicht so viele Endgeräte bedienen konnte. Und ich hatte dann halt die Idee zu sagen, okay, ich habe mal so auf der Karte geguckt, es gibt ja so Netzabdeckungskarten von den Providern, wo ist denn überhaupt eventuell LTE als mögliche Empfangsmöglichkeit vorhanden? Das sah zumindest in der Umgebung schon wesentlich besser aus, vor allem auf diesem Berg, also da gibt es so einen kleinen Hügel da war der Empfang schon ganz ordentlich, also da konnte man schon durchaus mal 50 Mbit oder so abgreifen, was jetzt zwar auch nicht super viel ist, aber schon mal wesentlich mehr ist und schon mal ausreicht, um allen so ein bisschen Internet zur Verfügung zu stellen. Ja, und damit war der Plan eigentlich geboren. Man muss halt irgendwie versuchen, dass da so eine unabhängige Selbstversorgungsantenne hinkommt, die quasi da das Internet aufnimmt und quasi zu uns ins Tagungszentrum oder ins Veranstaltungshaus dann irgendwie weitergibt. Und dann habe ich mich also hingesetzt, habe halt irgendwie mal überlegt, wie man das macht und dann habe ich halt geguckt, dass man irgendeine Lösung mit Akkus baut und mit LTE-Modem und so einen kleinen Ein-Platinen-Computer und halt eine Antenne und eine Mast. Und ja, das ist so das Grundprinzip dahinter, was dann da auf dem Berg 2016 zum ersten Mal zum Einsatz kam und von dort aus dann über Richtfunk quasi dann an eine weitere zweite Antenne das Signal weitergegeben hat, und dort haben wir es dann einfach per Netzwerkkabel weiter verbreitet zu uns ins Haus rein. Also um genau zu sein, in mein Schlafzimmer war dann das ganze Equipment aufgebaut, und von dort aus ging es dann halt so ganz normal, wie man halt Netzwerk verteilt, weiter. So die Grundidee dahinter. Ist das soweit einigermaßen? Klingt auf jeden Fall spannend, dass da am Ende immer noch Internet ankommt.
Ja, ist auch nicht ganz einfach. Gab dieses Jahr auch das ein oder andere Problem tatsächlich mit der Strecke. Aber ja, das ist technisch, also war auch technisch eine Herausforderung durchaus. Auch wie lange so die Akkus und dass man das alles so ein bisschen stromsparend hinbekommt, weil es ja schon so ein bisschen autark sein sollte. Hat sich aber im Endeffekt doch als sehr robuste Lösung erwiesen. Und dieses Jahr hatte ich das Ganze ja auch noch mal ein bisschen erweitert, indem ich gesagt habe, okay, wenn man eine Antenne da auf den Berg stellen kann, dann kann man vielleicht auch eine zweite hinstellen oder mit auf den Masten anbinden, sodass man zwei Internetanbindungen hat. Da wir ja dieses Jahr auch Video hatten und damit klar war, dass wir ein bisschen mehr Bandbreite eventuell auch brauchen und auch gerade das Audio-Streaming vielleicht nicht über dieselbe Leitung gehen sollte, habe ich dann also zwei LTE-Antennen zum Einsatz gebracht dieses Jahr. Haben die auch verschiedene Masten angepeilt, deine zwei LTE-Antennen? Nein, also das war beides wieder dieser berühmte Turm dort in Kirchberg, wo ich letztes Jahr dieses schöne Foto von machen konnte. Also das ist wirklich, wie gesagt, ich glaube, der dürfte in die Top 10 der schönen LTE-Türme kommen. Ich habe böse Erinnerungen. Ja, ja. An diesen Aufbau damals. Dann mussten wir doch irgendwie, wie war das, mit einem GPS-Gerät gucken, wo jetzt oben die Antenne ist, damit unsere Empfangsschüssel da das Signal auch richtig voll abbekommt und oh. Du wirst lachen, Lars und ich hatten dieses Jahr nicht viel weniger Probleme beim Einstellen der Leitung, weil wir tatsächlich bei der Richtfunkauswahl, weil wir tatsächlich nochmal ein bisschen gucken mussten, wie die Antennen wohl so richtig positioniert werden können, dass wir da auch über das Gebüsch drüber kommen. Es ist wahrscheinlich auch einfach gewachsen in der Zeit. Ja. Wie noch und mehr verwuchert. Das ja, gibt's und ja nicht. Und das Zeug war nass. Ich denke, das wird auch ein ziemlicher Faktor gewesen sein. Ja. Wir haben also richtig gepeilt und es gab dann eine Stelle, es gab dann noch eine Stelle, als da war Sebastian gerade unten, er hatte kleine Funkgeräte dabei und dann haben wir so dieses Besser-Schlechter-Spiel gespielt. Ne? Er hat unten den Pegel abgelesen und ich stand oben auf einer Leiter und habe die Antenne gedreht. Und da gab es einen Punkt. Ich ging dann ein paar Schritte rüber, ich glaube, das waren irgendwie 16 Meter oder so, ging ich so den Hügel etwas hoch und dann konnte ich durch eine Schneise plötzlich einen Teil der oberen Antenne sehen. Und da habe ich gesagt, da müssen wir hin. Wir haben Sichtverbindung. Und dann haben wir tatsächlich die obere Antenne noch mal leicht gedreht, haben unten das Kabel verlängert und dann konnten wir die Sichtverbindung haben und hatten von da aus dann, ich glaube, so einen doppelten Pegel oder was hatten wir da? Das hat eine Menge ausgemacht. Das ist ja logarithmisch, genau, es ist ja logarithmisch und genau, wir hatten dann irgendwie ein extrem viel besseres Signal. Die Richtfunkstrecke war dann eigentlich auch ganz gut. Zwischenzeitlich war ich mir da nicht so sicher, ob die wirklich so stabil und gut war, weil wir dann doch tatsächlich irgendwie so ein bisschen Internetprobleme hatten. Erst dachten wir auch, es wäre der eigentliche Uplink, aber also der LTE, die LTE-Anbindung. Aber dann ist uns quasi, ist mir dann noch so ein bisschen aufgefallen, so, also irgendwie scheint das schon vorher ein Engpass zu sein. Und dann ist es uns tatsächlich aufgefallen, dass A, zum einen durch das Verlängern, also das spontane Verlängern der Strecke, waren wir irgendwie 5 Meter über der Spezifikation. Also normalerweise sollte man ein Netzwerkkabel nicht, also ein Kupfernetzwerkkabel nicht länger als 100 Meter benutzen. Dafür, dass es nur 5 Meter drüber war, war es sehr drastisch von dem Einbruch, was auch daran lag, dass das Kabel tatsächlich leider von jemandem, entweder wurde es von einem Nuggetier angeknabbert oder es wurde halt von jemandem aus Versehen überfahren. Eins von beiden. Zumindest konnten wir so eine Druckstelle finden, die dann doch relativ stark danach aussah, sodass das Kabel also nicht mehr die besten Eigenschaften aufwies. Und dann hatten wir noch uns schnell geholfen, dass wir das Kabel einfach erstmal verkürzt haben, was dann schon ausgereicht hat, zumindest dann übergangsweise die Verbindung zu verbessern. Danach hatten wir vierfache Bandbreite, ne? Richtig, genau, danach hatten wir vierfache Bandbreite, ja. Da hat das aber ordentlich reingehauen. Oh ja. Mein Lieber. Es hatte sich leider immer nur bei Last bemerkbar gemacht, das heißt also immer, wenn jetzt nicht ganz so viel Traffic auf der Leitung war, war das gar nicht so ein Problem und ich hatte leider es im Vorfeld nicht geschafft, noch ein Monitoring einzurichten, das halt, dann wäre mir das wahrscheinlich aufgefallen, dass dieser Netzwerkport einfach ständig irgendwie am Rumkrebsen auf einer Verbindungsgeschwindigkeit ist,
die irgendwie nicht hinhauen kann. Und das ist mir leider an der Stelle tatsächlich zu spät aufgefallen. Ich habe auch noch einen Lasttest am Donnerstag gemacht. Das heißt, meine Vermutung ist, dass irgendwann am Freitagnachmittag, als alle angekommen sind, irgendwann das Kabel entweder überfahren wurde oder in der Nacht vom Nager angeknabbert wurde. Hatte man dieses Jahr auch den Luxus einer Baustelle? Nein, aber dafür war der Verkehr trotzdem sehr ruhig. Ja, da will ja auch keiner hin. Außer zum Potstock, selbstverständlich. Nee, das ist ja echt ein Tal für Leute, die nicht da waren. Das ist ja echt irgendwie, da ist ja nichts. Ein paar Bäume, ein paar Meter weiter war letztes Jahr die Nature One. Die hat man damals noch so wubbern gehört. Dieses Jahr war sie, glaube ich, eine Woche vorher. Genau, eine Woche vorher. Naja, also ist das ein anderes Festival oder was ist ein... Das ist ein großer Rave, Rave-Event oder Techno-Event, wie nennt man das? Ja, doch, klar. Auf jeden Fall, ja, sowas in der Art. Sehr, ziemlich groß und ziemlich laut. Laut. Also das hat man die Nacht über in der ganzen Umgebung gehört. Und wenn die auch alle nach Hause fahren, wenn man selber nach Hause fahren will, dann steht man lange im Stau. Ja, ja, der Rückweg letztes Jahr war die Hölle. Weißt du, Nature One-Besucher wurden angehalten von Polizei. Sie waren doch auf dem Potstock, oder? Nee. Ah, okay, fahren sie weiter. Ja. Das ist unglaublich. Aber nochmal, Marc, willst du vielleicht dich verabschieden jetzt? Oder hast du gerade angedeutet, dass deine Zeit abgelaufen sei? Jo, würde ich gerne machen. Sehr schade, dass es jetzt schon sein muss. Ich war so lange nicht hier. Ich habe so viel Redebedarf. Ich habe Sendegartenentzug. Aber in 14 Tagen, denke ich, bin ich wieder dabei. Ich bedanke mich, dass ich mit euch podcasten durfte. Ulrike, ist das erste Mal, dass ich mit dir als Teammitglied Team podcasten durfte. Quatsch, podcasten durfte. Herzlichen Dank an die Hörer. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ebenso. Dir auch. Dankeschön, gleichfalls. Guten Abend. Tschüss. Jo, tschüss. Danke, haut rein. Tschüss. Ich würde gerne nochmal auf die Antenne zurückkommen, weil du gerade sagtest, es gab andere Schwierigkeiten dieses Jahr. Also du hast ja zum Beispiel die Stromversorgung so diesmal gebaut gehabt, dass keine Unterbrechung passierte, wenn du den Akku nachgefüllt oder umgetauscht oder was hast. Was gab es denn für Schwierigkeiten? Das mit der angeknabberten Leitung, das war eigentlich so die größte Schwierigkeit. Was dann noch ein bisschen dazu kam, dass das Parkplatzmanagement hat nicht so super gut funktioniert. Auch das war auch wahrscheinlich eine Ursache deswegen, dass dort das Kabel angefahren wurde, obwohl es eigentlich schon irgendwie sehr weit weg war. Ich hatte auch extra dieses Jahr Überfahrschutz, also so Schutzmatten mit und alles. Aber gerade die hatte ich dann nicht gesichert, weil ich eigentlich dachte, da darf jetzt schon keiner drüber fahren, hinten zur Wiese, weil die ja eh nicht benutzt wurde. Aber gut, das ist dann trotzdem passiert und das Parkdeck oben wurde nicht so ganz benutzt. Also da müssen wir nächstes Jahr tatsächlich, werde ich da ein bisschen aggressiver mit Absperrband tatsächlich hantieren. Okay. Und ihr habt das doch von erzählt von großen Ameisen, die euch auch irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten gemacht habt. Ja, was heißt Schwierigkeiten? Wir haben halt wir haben so Erdnägel reingedreht und ich habe angesetzt und entweder habe ich ihr Ameisennest direkt getroffen, ohne es zu merken. Auf alle Fälle kam dann so irgendwie so ja, ich weiß nicht, Lars, wie groß waren die? Na, so ein halber Zentimeter mindestens, oder Zentimeter? Ja, schon, also die gingen schon an den Zentimeter ran, würde ich sagen. Die waren schon, also wie so in so einem schlechten Film, ich weiß nicht, kennt ihr diese MacGyver-Folge? Indiana Jones 4. Also mir kam die MacGyver-Folge mit den Ameisen in den Sinn, wo auch die Ameisen attackiert haben. Also, ja, so in der Art. Und ich habe wahrscheinlich auch die eine oder andere noch irgendwie mitgenommen nach Hause. Wahrscheinlich siedeln sich die hier jetzt an oder so. Ist es denn richtig, dass du jetzt gerade in diesem Augenblick über diese Potstock-Antenne mit uns sprichst? Genau, richtig. Heute hat der Stromversorger quasi eine Wartung angekündigt und ich habe dann die Antenne aufgebaut. Und weil halt da schön die Akkus drin sind und mit dem Laptop-Akku hätte ich dann noch Internet gehabt, ist dann allerdings gar nicht so weit gekommen, weil sich der Stromversorger irgendwie geirrt hat. Wir wohnen hier an der Grenze zu Niedersachsen und es war der andere Stromversorger auf der anderen Seite so gesehen, der da die Wartung machen wollte und gar nicht unser Stromversorger.
da hatten sie sich ein bisschen vertan in der Ankündigung. Aber deswegen habe ich die Antenne eh aufgebaut gehabt und da habe ich gedacht, dann sende ich heute Abend doch auch über die Antenne, wenn sie schon steht. Was heißt jetzt nicht nur, wir reden nicht nur über Podstock, sondern wir reden auch über die Podstock-Antenne. Sozusagen. Genau, wenn ihr genau hinhört, könnt ihr noch die Schwingungen aufnehmen, die da mit drin stecken. Bisschen Esoterik-Anteil mal reinbringen hier. Boah. Ich weiß nicht, ob du es vorhin schon gesagt hast, für 2018 in diesem Kulturherberge, brauchst du da auch so eine zusätzliche WLAN-LTE-Antennenversorgung oder gibt es dort vor Ort? Vermutlich schon, ja. Also vermutlich schon. Und da ist die Situation fast ähnlich. Also mir war gar nicht sogar teilweise bis heute bewusst, dass die Kulturherberge auch relativ große Höhenunterschiede dort hat. Das ist mir heute erst aufgefallen tatsächlich. Also ich bin sehr gespannt, wenn wir mal vor Ort sind. Also wir planen eventuell vom Orga-Team tatsächlich das Ding uns mal für ein Wochenende oder für ein, zwei Tage so mal anzuschauen und mal testweise zu bespielen und zu gucken, wie das alles so funktionieren kann nächstes Jahr. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann wirklich vor Ort ist und dann können wir das alles auch ein bisschen besser ausprobieren, wie wir es dann letzten Endes lösen. Aber so vom DSL-Abfrage habe ich mal geguckt. Ich habe die noch nicht angefragt, aber wenn man so mal so einen Verfügbarkeitscheck gemacht hat, was da an DSL-Anschluss eventuell möglich ist, fiel da sogar irgendwie gar nichts raus. Also es könnte sogar sein, dass die noch nicht mal einen DSL-Anschluss haben. Ja, wobei die Lage schon eher weiter oben ist. Es ist wohl hügelig da, größere Höhenunterschiede gibt's, aber die Kulturherberge scheint relativ weit oben zu sein. Also genau, also bei Google Earth mal angeguckt. Genau, also es gibt also 50 Mbit sollte eigentlich fast schon direkt dort an der Haustür, so wie wir das da jetzt auch in Soschit hatten, rausfallen, ohne dass wir jetzt viel weitergehen müssen. Aber die technische Herausforderung könnte sein, ich habe gesehen, es gibt von der Netzabdeckung etwas weiter sogar die Möglichkeit, 150 Mbit einzufangen und das wäre natürlich so ein bisschen die technische Herausforderung, dass wir uns quasi dann dieser dann nochmal stellen und dann nochmal wieder selber aktiv werden. Aber müssen wir mal schauen, ob es überhaupt technisch möglich ist. Also da müssen wir noch in die Detailplanung gehen. Aber ja, da haben wir doch wieder ein bisschen Spaß. Eine Herausforderung sehe ich da schon wieder auf uns zukommen. Ihr beiden Strippenzieher. Sehr schön. Kabellose Strippenzieher. Sehr schön. Ja, also du hast eine Menge an Vorleistung und Vororganisation gebracht und auch ein oder machen müssen und ein Team um dich geschart. Das hat im Wesentlichen ganz gut funktioniert, aber es gab ja eine Sache, die nicht ganz so gut hingehauen hat. Und das war die Mengenberechnung mit dem Essen, glaube ich. Das war etwas schwierig zu kalkulieren und das hat nicht so hundertprozentig hingehauen. Ja gut, ist meine Wahrnehmung. Also ich hatte mich da auf die Dienstleister, also wir hatten dieses Jahr dann gesagt, okay, weil also erstmal war von Anfang an der Wunsch im Orga-Team auch zu sagen, wir müssen uns das Ganze extern reinholen, weil es war halt suboptimal, selber irgendwie Essen zuzubereiten, wenn währenddessen Workshops und Bühnenprogramm läuft und man nicht dran teilnehmen kann als Teilnehmer oder als Teilnehmerin. Und diesen Wunsch bin ich entgegengekommen, indem ich gesagt habe, okay, dann müssen wir halt Catering beauftragen. Ich habe diesem Catering und auch der Fleischerei halt eine Personenzahl gegeben, auch etwas weniger als gedacht, weil wir halt selber noch ein paar vegane Sachen machen wollten oder gemacht haben und trotzdem waren das Mengen, die anscheinend wir nicht gewohnt waren zu verzehren, ich weiß es nicht, also zwischenzeitlich sah es wirklich sehr stark danach aus, dass wir wirklich sehr, sehr viel wegschmeißen dürfen oder müssen. Achso, ich dachte gerade, ihr werdet verhungert. Nee, ist eher das Gegenteil der Fall gewesen, dass wir tatsächlich wirklich viel zu viel hatten und es dann wirklich schwierig war, das auch alles irgendwie zu verzehren. Viele haben da noch was mitgenommen und was ich sehr schade fand, also da müssen wir nächstes Jahr tatsächlich mal gucken, wie man das besser organisiert. Ich habe schon dieses Jahr überlegt, also man müsste halt wirklich vielleicht mal schauen, dass man das vielleicht so organisiert, dass
Lebensmittel, die halt noch wirklich gut sind oder so, dass man dann die nochmal einsammelt und dann bei einer Tafel vorbeibringt oder sowas, irgendwie sowas in der Art, dass man es nicht wegschmeißen muss. Das ist, glaube ich, wirklich viel zu schade gewesen und am Ende haben noch viele was mitgenommen, aber es war wirklich, für meinen Geschmack war es zu viel, was wir wegschmeißen mussten tatsächlich, ja. Ja, und da gab es ja auch noch diesen berühmten Topf Kartoffelsuppe, der da irgendwo vergessen worden war in so einem Regal oder was. Den haben wir dann abends noch gefunden. Also das ganze Abbauen war ja sowieso ein kleines bisschen herausfordernd, sagen wir es mal so. Ja, das war auch, da habe ich mich tatsächlich, das habe ich quasi unterschätzt. Also sonst die anderen Jahre hat immer so ein halber Sonntag ganz gut gereicht zum Abbauen. Wir hatten ja schon lange den Aufbautag, der ist ja jetzt auch schon irgendwie seit... Nee, stimmt, der ist erst seit letztem Jahr da wirklich dazugekommen. Sonst gab es so einen inoffiziellen Aufbautag, aber jetzt seit letztem Jahr machen wir einen offiziellen Aufbautag. Und die Konsequenz aus diesem Jahr ist einfach, wir brauchen einen Abbautag. Also wir brauchen eigentlich identisch so lange zum Abbauen wie auch zum Aufbauen. Und ist mir auch viel zu spät klar geworden, erst an dem Sonntag, und dementsprechend habe ich dann irgendwann um 18, 19 Uhr rum, glaube ich, war es, die restlich Verbliebenen, die noch geholfen haben, dann nach Hause geschickt und bin tatsächlich dann noch eine Nacht länger geblieben und habe dann am nächsten Morgen noch irgendwie Klarschiff gemacht, nochmal überall durchgefegt und auch abends dann vorher noch irgendwie den Anhänger beladen, also ja. Respekt. Hattet ihr denn da noch so eine Art Engelsystem, oder war das jeder, der gerade da war, kann mit anpacken? Also wir hatten ein Engelsystem, was wahrscheinlich auch besser funktioniert hätte, wenn ich es denn besser im Blick gehabt hätte. Also das ist tatsächlich, wir hatten zwar kurzzeitig als Thema in der Orga-Planung mit drin, dass ich gerne jemanden gehabt hätte, der das Engelsystem quasi mit überwacht und halt auch wirklich schaut, dass die Schichten stattfinden und dass ich vielleicht auch, dass man halt kritische Punkte macht. Es hat dann irgendwie alles funktioniert, aber ich hatte auf dem Event selber keine Zeit, das Ganze besser zu verteilen. Das resultiert dann immer meistens, dass bestimmte Personen mehr Schichten übernehmen oder es an denjenigen kleben bleibt, die halt sich dann dafür opfern, so gesehen, diese Sachen zu übernehmen, was mir im Nachgang überhaupt nicht gefällt. Also wenn ich das selber mache, dann ist das ja meine Entscheidung, aber alle anderen, die dann so notgedrungen dann quasi diese Lücken füllen, das muss nächstes Jahr definitiv anders laufen. Das fand ich nicht optimal. Also das war durchaus, also für mich ist das ein Problem tatsächlich. Ob es jetzt für die Personen, ich hatte dann auch immer gefragt, ob das okay ist, die eine oder andere Engelschicht noch zu übernehmen, aber das würde ich nächstes Jahr gerne besser verteilen tatsächlich. Und also da ist das Event mittlerweile in der Größe angelangt, dass man das alleine auf gar keinen Fall mehr überblicken kann. Wie war das denn so, nachdem da jetzt 4 Tage lang die Hütte voll gewesen ist und du bist dann morgens alleine aufgewacht und alles war still und keiner mehr da? Das war so ein bisschen Endzeitstimmung in so einem schlechten Horrorfilm oder so. Plötzlich sind alle weg und man ist alleine in dem Haus. Also das war wirklich sehr, sehr spooky. Wobei ich ja dachte, dass vielleicht noch irgendjemand da draußen rumläuft, weil ich hatte so viel Wäsche und auch Unterwäsche dabei, dass jemand irgendwie, ich hatte noch so spaßeshalber dann in den Orga-Slack geschrieben, ob jemand wohl im Goldbrandrausch nackt nur mit Armband durch die Büsche dort. War gut. Du wolltest Fotos machen, hast du welche mitgebracht? Ich wollte Fotos von den Fundsachen machen. Ich habe das so verstanden, dass du Fotos von dem nackten Irren machen wolltest, der mit dem Bändchen bekleidet durch die Gegend läuft. Nee, das bezog sich auf die Fundsachen. Wir suchen im Übrigen immer noch jemanden, dem die Unterhose mit der Ausschrift, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was war das, wie war die schöne Ausschrift? nicht wanted, sondern Belohnung auf Englisch. Erik fragt im Chat, ob der Begriff Reverse war. Nee, Reverse war es nicht. Ich muss mal gerade in den Orga-Slack gucken, dann sage ich es euch. Oder die Unterhose raussuchen, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Die Belohnung der Hose. Ja. Die verlost du einfach nächstes Potsdok als Belohnung.
Belohnung. Für die Engel oder so. Der beste Engel kriegt die als Krone. Kannst du ja mal gucken, wenn What's in Your Pants da noch sendet, die nehmen das bestimmt gern als Bühnenelement. Also es war sehr, sehr lustig. Also ja, das ist auch dieses Jahr so ein kleines Problem. Es wäre schön, wenn ihr nächstes Jahr etwas mehr auf eure Sachen aufpasst, weil das war auch noch so ein Problem, alles mitzubekommen. Weil wirklich echt viel Wäsche vergessen. Reward war da, war die Aufschrift. Das wäre irgendwie cool, wenn wir das noch irgendwie optimieren können. Und ich hoffe, dass mit dem Abbautag dann da alles auch ein bisschen entspannter abläuft und dann vielleicht das Ganze nicht so in einer Aufbruchsstimmung endet und dann das Ganze etwas besser zum Abschluss kommt. Ja, das war nun wirklich, für dich war das ja nun wirklich eine Ad-hoc-Entscheidung, da noch eine Nacht dran zu hängen. Ja. Und wir standen ja da auch mit so merkwürdigen Mülltypen. Das war ja sowieso das Problem beim letzten Mal schon, dass der Müll nicht sauber getrennt gewesen ist. Jetzt hat man extra gesagt, diesmal besonders aufpassen. Und dann blieben so Riesenmengen von Lebensmitteln übrig, wo man auch nicht wusste, wohin damit. Kann man ja auch nicht auf den Kompost irgendwie geben. Hast du eine Ahnung, wo das dann geblieben ist am Ende? Ja, also das ist, wurde jetzt von der Reinigungskraft, also morgens um 8 war auch dann gleich die Reinigungskraft da und hat das entsprechend übernommen. Und es war jetzt so, also ich habe jetzt kein schlechtes Feedback davon bekommen, dass wir schlecht getrennt hätten. Kann natürlich jetzt noch kommen, aber ich denke, es war schon besser als letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war es wirklich das Problem, dass alles wirklich in eine Tüte gekommen ist und gar nicht getrennt wurde. So habe ich es ungefähr mitbekommen. Und dieses Jahr hatten wir ja schon darauf geachtet, dass es zumindest grob getrennt war und nicht so auseinander, also schon auseinandergehalten. Ja, das sind so die Details bei so einem Event, ja. Aber das, ja, da auch nochmal der Aufruf, wenn jemand Lust und Bock hat, irgendwie da bei der Planung zu helfen. Das Orga-Team ist eine freie Gruppe. Wir sind da also kein fest definiertes Team, sondern das Team wächst auch gerne. Ist auch dieses Jahr schon, wie gesagt, schon gewachsen. Es haben sich einige, also Ralf, TJ, Vera und Inga, die beiden Schwestern vom Udo, sind dazu gestoßen, die auch dieses Jahr unheimlich viel in der Küche geleistet haben, obwohl sie keine Schichten eigentlich hatten. Also das meinte ich auch eben gerade, dass das muss halt anders werden und das müssen wir nächstes Jahr besser koordinieren tatsächlich, ja. Ja, in der Tat hatte ich das Gefühl, es fehlte so ein bisschen der Ansager, der Kapitän. Also du hast ganz viele Matrosen, die auch durchaus bereit sind, wenn man ihnen sagt, mach das, trag dies von hier nach da oder so, dann machen sie das auch brav, aber viele haben dann einfach so ein bisschen drauf gewartet, dass eine Ansage kommt, eine Auftragserteilung. Und haben dann nicht selber so aus sich heraus irgendwas gemacht. Das ist dann wahrscheinlich doch eine Überforderung bei der Größenordnung dann schon. Genau, weil wir haben echt viele Unterbereiche vom Essen bis zum Bühnenprogramm, bis zum VOG-Video, Geschichten, Podcast-Tisch, Workshop-Raum, also Getränke ist auch so ein Thema gewesen. Es wurde zum Beispiel sehr viel mitgebracht an eigenen Getränken zum Verzehren. Das Leergut wurde dann allerdings zum Beispiel auch nicht wieder mitgenommen. Das war auch ein bisschen schlecht, weil das musste ich dann irgendwie auch noch mitbekommen. Und ja, das sind dann so Sachen, da wäre es halt ganz gut, irgendwie jemanden zu haben, der halt immer da so ein Auge drauf hat und das halt einfach dann sieht und dann halt auch weiß, okay, jetzt da müssen wir jetzt nochmal darauf hinweisen oder rechtzeitig daran erinnern, dass die Sachen dann auch wieder mitgenommen werden. Kannst du aus einer kaufmännischen Perspektive schon irgendetwas sagen? Hast du eine schwarze Null bekommen? Bleibt irgendwas rot übrig oder? Also wir haben dieses Jahr natürlich ein bisschen in Bühnenequipment investiert insofern, aber das würde ich jetzt eher auf die nächsten Jahre abschreiben. Insofern konnte da jetzt auch keine schwarze Null bei rauskommen, aber wenn man so grob mal rechnet, kommt es ungefähr hin. Also ich muss jetzt noch eine Endabrechnung machen, aber so überschlagsrechnungsmäßig sah das jetzt ganz okay aus, auch wenn wir natürlich ein bisschen stärker belastet waren durch das, also wir hatten eigentlich nur ein Catering eingeplant und letzten Endes sind es ja drei.
Caterings so gesehen geworden, wobei wir das Grillen natürlich selber übernommen haben, aber das wurde halt von der Fleischerei angeliefert und die Beilagen halt auch, und da kann man so ungefähr, na, Pi mal Daumen, 20 Euro pro Person und pro Mahlzeit rechnen, und das schlägt dann natürlich schon schnell zu Buche, ja. Oha, mhm. Dann schließe ich noch eine Frage vom Detlef Breitenbach, also vom BlackMac42 aus dem Twitter-Kanal an. Hat die Telekom deinen Vertrag schon gekündigt? Nee, also das ist für die, glaube ich, noch alles im harmlosen Bereich gewesen. Ja. Also wir telefonieren, wir reden gerade über, also das ist der Vertrag, über den das gerade hier läuft, also dementsprechend nein. Ach so, okay, das muss ja das berät Zeugnis dafür, dass es noch funktioniert, ja. Ja, du hattest ja eine ziemlich gute Kondition, glaube ich, ne? 9 Euro am Tag für den gesamten Traffic oder so. Also das, genau, ist halt ein gut. Vertrag, den ich eh habe, und der kostet halt irgendwie so um die zwischen 10 und 20 Euro, genau weiß ich es gerade nicht, pro Monat. Und ja, und das ist halt so ein Vertrag von der Telekom, wo man halt für 9 Euro eine Flatrate dazu buchen kann am Tag. Dann hat man für 24 Stunden genau Traffic, der halt nicht vom Inklusivkontingent abgezogen wird. Und ja, das ist für solche Veranstaltungen ist das in der Tat sehr cool. Wobei ich jetzt auch gesehen habe, dass Vodafone mittlerweile auch so einen Gigacube-Vertrag hat, der eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Da sind irgendwie 50 Gigabyte drin. Das könnte für nächstes Jahr auch nochmal eine zweite Option sein, für den zweiten Uplink, den dann dafür zu verwenden. Und darüber wurde unter anderem dann eben Video gestreamt, Audio und Video gestreamt, und die Ergebnisse vom Videokanal, die kann man sich bei YouTube anschauen. Es gibt also einen YouTube-Kanal, podstock.de Festival, und da sind jetzt alle, oder nach und nach kommen da alle Filme rein, soweit sie eben freigegeben worden sind. Da sieht man auch eine Zusammenfassung. Also Sebastian und ich haben uns Sonntagmorgen in die Sonne gestellt. Das war sehr schön. Und sind nochmal so durch die Workshops gegangen, haben uns, die Workshop-Leiterinnen und Leiter, beziehungsweise Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sind zu uns gekommen auf die Bühne und haben ein bisschen was aus ihren Workshops erzählt. Das war ziemlich interessant und spannend. Leider haben wir einen einzigen dabei vergessen, nämlich den Elektrobier. Der hat einen Vortrag oder einen Workshop gemacht zu einfachen Sprache. Ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich durchgeführt worden ist. Der wurde nämlich auch aus dem Ursprungsplan verschoben, dann irgendwie abends auf 22 Uhr nach Puerto Partida irgendwo draußen in so einer Hütte. Ob da überhaupt irgendjemand gewesen ist, weiß ich nicht. Aber lieber Elektrobier, falls du das hier hören solltest, wir haben es einfach vergessen. Es ist nicht wegen Unbedeutsamkeit oder irgendwas unter den Tisch gefallen. Kaum war ich von der Bühne, habe ich nochmal auf meinen Plan geguckt und gesagt, scheiße, wir haben nicht alles abgedeckt. Also Entschuldigung an dieser Stelle, das war nicht so gedacht. Hattest du noch erzählt? Ja. Es gibt im Chat noch zwei Fragen. Wie viel Gigabyte Traffic sind gelaufen beim Podstock? Da muss ich tatsächlich eher schätzen, weil ich tatsächlich da kein Monitoring dieses Jahr dann gemacht habe, weil es war halt wirklich Flatrate, und dementsprechend musste ich da jetzt gar nicht so im Detail drauf achten, aber ich würde auch wieder schätzen, dass es irgendwas um die 100, 200 Gigabyte es müssen wesentlich mehr gewesen sein. Ja. Quatsch. Durch die Videos waren es definitiv mehr. Also normale Internet-Traffic dürften wahrscheinlich wieder so um die 100, 200 Gigabyte gewesen sein von den Besuchern und Besucherinnen, aber allein durch den Video-Traffic werden wir garantiert, das dürfte schon mindestens 1 Terabyte gewesen sein. Gerade am Sonntag, wo wir alle Videos hochgeladen haben, ja. Das könnte schon in der Richtung passiert sein. Ja. Und Entschuldigung, ich bin noch nicht dran. Mach mal was. Erik fragte noch, wie viele Teilnehmer es jetzt letztendlich waren. Es müssten ungefähr 61 gewesen sein. Mhm. Ungefähr. Können auch 61,5 gewesen sein. Ja, also je nachdem, wie man es zählt halt, ne? Also es gab ein Tagesticket, also dementsprechend waren es über den gesamten Zeitraum von Freitag bis Sonntag dann wahrscheinlich nur 60, ja, und und am Samstag dann eine Person mehr, und am Aufbautag waren es so um die 20, 25 Personen.
Die halbe Person, die könnte ja die kleine, die kleine junge Frau gewesen sein. Wir hatten also ein Kind dabei. Ja. Und die, das war die Tochter von F. Hein Alex, glaube ich. Und die fragte dann auch die Tage auf Twitter, sag mal, habt ihr anderen eigentlich keine Kinder? Sind wir die Einzigen, die ein Kind mitgebracht haben? Das ist ja grundsätzlich möglich. Da spricht ja nichts dagegen, oder? Genau, also ich habe es auch gesehen, die Subscribe hat ja auch dieses Jahr so ein bisschen vorgefühlt, ob da Kinder, ob da eine Kinderbetreuung eventuell interessant sein könnte, und wir werden das, denke ich mal, für nächstes Jahr auch mit auf die Liste packen, dass wir dann auch mal schauen, ob man das Konzept halt ein bisschen ausbaut, dass es halt auch wirklich so eine Kinderbetreuung gibt, ne? Dass man da vielleicht so ein bisschen Programm oder halt auch, schaut, wer noch daran Interesse hat und ob die Eltern sich dann selber organisieren, da ein bisschen abwechseln oder wie auch immer man das halt lösen kann, ne? Das, da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht haben wir auch in der Community Personen, die da Lust drauf haben, da Programm zu machen extra für. Auch denkbar. Schauen wir mal. Bevor der Lars gleich nochmal aus dem Radiobau-Workshop erzählt, sag doch bitte einmal nochmal für alle Hörerinnen und Hörer das Datum vom nächsten Jahr und was man tun muss, falls man jetzt Interesse gefunden hat, eventuell teilzunehmen. Ja, also wir haben das Datum vom, jetzt muss ich mal gerade selber nachschnell schauen, also 16., 17., also der 16. ist wieder der Aufbautag und der 17. ist der erste reguläre Anreisetag und damit wieder der Freitag bis zum 19. August 2018. Wobei wir wahrscheinlich, und da sind wir jetzt noch, das habe ich diese Woche halt angefragt erst, dass wir den 20. als Abbautag dazu nehmen, sodass es, wer da Zeit hat und Lust hat und das, den Event dann nächstes Jahr ausklingen zu lassen mit uns und dann beim Abbau dabei zu sein, dass wir das Ganze dann auch etwas koordinierter übergeben können, da würde ich mich sehr freuen, dann den dazu zu nehmen, also reserviert euch den am besten schon. Ich denke, das wird klappen, dass wir den auch noch dazu buchen können. Und stattfinden wird das Ganze in der Kulturherberge. Da muss man ein bisschen aufpassen. Auf der Webseite ist in der unter Anfahrt oder vielmehr im Impressum Westfeld als Ort angegeben. Das ist allerdings nur die Ortschaft und gar nicht wirklich die Stadt, sondern nur ein Ortsteil. Der Ort selber heißt Besesse, ne? Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Sibisse. Sibisse, 3S, sorry, genau. 3S, 2E, 2B. Also sieht aus wie so ein Würfelspiel, wenn man genau. Das hinmalt. Das ich weise deshalb darauf hin, weil auf Twitter ist das schon mal irgendwie falsch aufgenommen worden. Denn Westfeld, wenn man das in Google eintippt, bei der Maps-Geschichte, dann landet man irgendwie unterhalb von Paderborn irgendwo. Das ist also nicht ganz eindeutig. Das ist also Westfeld in Niedersachsen wäre eindeutiger oder halt einfach nach Kulturherberge suchen. Das ist eigentlich bei Google Maps auch sofort zu finden als entsprechender, als Koordinatenpunkt. Da also nochmal der Hinweis, wenn ihr euch mal schon angucken wollt, wo das liegt, lasst euch da von diesem Westfeld nicht in die Irre führen. Ja, ansonsten, wir haben schon die Möglichkeit, Tickets zu reservieren mit der E-Mail-Adresse. Das ist unverbindlich. Da würde ich mich sehr freuen, dass sich alle eintragen, die da eventuell Interesse dran haben, damit wir so zum einen so ein bisschen planen können, wie viele denn eventuell kommen könnten. Und die Liste wird auch dann wieder dafür dienen, den ersten Ticketverkauf quasi zu starten und in der Reihenfolge abgearbeitet, wie sie halt eingetragen werden. Also first in, first out. Okay, also man kann auch jetzt schon sich melden. Genau. Interesse zeigen. Gut, denke, das reicht dann auch erstmal für den Werbeblock 2018. Gucken wir nochmal kurz zurück. Der Lars hat nämlich ein Internetradio gebaut oder am Workshop Internetradio bauen teilgenommen. Genau. Da würde ich gerne mal reinhören und erzähl uns doch mal, was da war.
Ja, also als Vorgeschichte für meine Aufgabe war eben, ich hatte, wenn jetzt methodisch inkorrekt, Livestream oder eben in der Zeit, wo ich dem Sendegarten jetzt selber noch nicht angehörte, sondern nur Hörer war, immer so die Geschichte, dass ich abends im Wohnzimmer saß und das eben streamen wollte. Und mein Notebook war dafür einfach grundsätzlich irgendwie zu leise. Also habe ich dann irgendwie ein altes Notebook genommen, das hier noch rumfliegt, habe das dann an meine Stereoanlage gekabelt und das war irgendwie alles furchtbar lästig. Und als ich gesehen habe beim Sendegate, dass die also so einen Workshop anbieten wollten, da habe ich gesagt, okay, ich hätte gerne einen Podcast-Streaming-Client, der da einfach die ganze Zeit liegen bleiben kann und wenn Sendegarten oder methodisch inkorrekt senden, schalte ich das Ding an und das ist einfach da, ohne dass ich zusätzliche Kabel legen muss und so. Ja, und was die, ich glaube Jörg und Nils heißen die beiden, was die da gemacht, was die eigentlich auf dem Plan hatten, war also ein ganzes Stückchen komplizierter. Die haben nämlich teilweise echt aus Raspberry Pis komplette Radios gebaut, richtig teilweise mit so schönen altmodischem Gehäuse, aber daran innen ein moderner Computer drin, der vernetzt ist und darüber eben irgendwie Daten streamt. Und als ich denen gesagt habe, was ich vorhabe, da stellte sich dann heraus, ja, was ich eigentlich brauche, ist die Minimallösung. Das ist ein Raspberry Pi, der per HDMI in meinem Falle angeschlossen wird. Da muss nur das und das System drauf. Und die haben dann geschafft, dass ich die Hemmungen, die ich eigentlich hatte, das endlich mal auszuprobieren. Ich wollte mir so ein Ding immer schon mal kaufen und ausprobieren. Die sind dann gefallen. Ich konnte direkt vor Ort noch einen kaufen und habe das dann jetzt im Laufe dieser Woche, zwei Tage nach dem Podstock oder so, habe ich mir das abends dann mal ein bisschen zusammengebaut. Das heißt, ich musste nicht viel bauen. Ich musste eine SD-Karte mit dem System bespielen, was wirklich sehr, sehr einfach war. Dann musste ich noch ein, zwei Sachen anpassen und jetzt habe ich einen Streaming-Client. Und das verdanke ich diesem Workshop. Sonst weiß ich nicht, wann ich dann irgendwann mal da dazu gekommen wäre, mich damit mal zu beschäftigen. Also gute Starttipps bekommen. Mir hat's gefallen. Das waren die beiden vom Hörmer-Podcast. Ein genau. Podcast, der sich mit Hörspielen beschäftigt. Und ja, das Hören. Radio hören, liegt dann eben sehr nah, klar. Ja, schön. Können wir dann das Thema abschließen? Ich gucke gerade mal auf unsere Liste. Wir haben erwähnt, dass der Tim Süß eine Kuration auf FIT gemacht hat, wo eben alle Audioangebote zu reinfallen werden und zu hören sind, dass es auf dem YouTube-Kanal eine Sammlung von Videos gibt. Genau, dann haben wir das eigentlich durch. Ich glaube, ich bin von meiner Seite aus mit Podstock soweit durch. Habt ihr vielleicht noch eine spontane Ergänzung? Ich habe noch eine Frage, die essentiell für eine Entscheidung wäre, ob ich mir das mal angucke oder nicht. Und zwar, wie ist die Badezimmersituation so vom Schmuddelfaktor? Festival klingt für mich immer nach Dickdicklos. Also nee, das auf gar keinen Fall. Wir hatten, also in Sorschied hatten wir jetzt auch ein voll ausgestattetes Haus mit Badezimmern und so weiter und so fort. Also wir hatten auch die Übernachtungsoption vor Ort. Das heißt, also man konnte. Man muss nicht campen, wenn man nicht will. Genau, es gab eine Mehrbettzimmeroption. Die werden wir nächstes Jahr auch haben, wobei nicht in der gleichen Menge. Also da müssen wir nochmal schauen, wie viele Betten wir da wirklich zur Verfügung stellen können. Aber da wird es die Option auch wieder geben. Badezimmer und Duschen sind auch im Haus dann vorhanden. Das heißt also richtige Duschen, richtige Badezimmer. Man müsste jetzt mal durchgucken, ob da auf den Bildern bei der Kulturperge schon welche zu sehen sind. Ansonsten werden wir, das ist ein guter Hinweis, machen wir dann Fotos, wenn wir einmal vor Ort sind, uns alles vor Ort angucken, dann können wir das ja mit aufnehmen und dann mal zeigen, wie die Situation vor Ort sich dann gestaltet. Aber genau, also Dixi-Klos müssen wir eigentlich nicht aufbauen. Das klingt gut. Okay. Ja, sah jedenfalls von außen betrachtet ganz ordentlich aus. Ich muss allerdings sagen, dass ich den Luxus hatte, bisher immer im Hotel auswärts zu schlafen. Also bei jedem Podstock, was ich besucht habe, habe ich mir ein kleines Hotel gesucht in der Gegend und bin dann abends immer. Du hast die Toiletten vor Ort dann gar nicht benutzt, quasi. Hast du immer so lange ausgehalten, bis du im Hotel warst. Nee. Ich musste die schon. Und ich habe auch mit der Toilettenpapierknappheit meine Erfahrung gemacht jetzt. Also irgendwie gab es da nicht so die ganz große
Ja, okay, das war schlecht verteilt, weil ich glaube, es waren genug Toilettenpapier da, zumindest als ich rundgegangen bin nochmal, aber ja, da bräuchten wir auch jemanden, der das besser koordiniert dann, also die Toiletten dann einfach mal durchgeht und guckt, dass da genug Toilettenpapier überall noch vorhanden ist, ja. Das ist auch ein guter Hinweis, kommt gleich mit auf die Liste. Unbedingt, okay. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, das ist wichtig. Aber also gerade da hatte man eigentlich, also in Sonnenstedt speziell ist jetzt ein bisschen doof, es gibt einige Toilettentürschlösser, die nicht richtig schließen. Also die Tür geht zwar zu, aber wenn man dann dieses besetzt, also diesen Riegel davor schiebt, dann sieht das nur verschlossen aus und wenn jemand unachtsam ist, dann latscht er dir einfach in die Kabine rein. Also das ist ein bisschen doof. Das wurde abgeholfen, indem man Schilder gemalt hat, die man dann davor hängen konnte. Das hat bis auf einmal bei mir auch funktioniert. Aber da habe ich einmal gerufen und dann war auch gut. Also da muss man halt auch ein bisschen improvisieren. Ja, ich weiß aber nicht, wie das dann da in der Kulturherberge ist. Also vielleicht ist das auch ein Sonderfall. Denn diese Sorsheet-Einrichtung, die ist ja so ein bisschen auch selbst gebaut von dem holzverarbeitenden Betrieb. Das ist irgend so eine Jugendausbildungsstätte mit so einem Sozialtouch irgendwie. Und ja, da haben die, glaube ich, selber gebaut. Ja, richtig. Ja. Die haben anscheinend auch einige der Sanitärräume eben durch irgendwelche Stiftungen einzeln durchfinanzieren lassen, also sich fördern lassen und haben dann anscheinend so kleine Inseln halt gebaut. Ne? Der eine Raum da, der an den Flur angrenzt beim Treppenhaus, da war eben Schild dran, gefördert durch die Stadtsparkasse oder so, ja. Ja, Glücksspirale oder irgendwas war das. Und nee, Sparkasse Raum, was, ich hätte es mir nochmal. Ja, aber der, also einmal war, glaube ich, Glücksspirale und das andere Sparkasse war dann bei dir im kleinen Haus, an dem Bad. Neben deinem Schlafzimmer. Ich glaube, das war Glücksspirale, ja, das war aber eher so ein Aufkleber bei der Glücksspirale. Ich glaube nicht, dass es gefördert wurde, hat einfach jemand so ein Ich meine, dass es wirklich dran stand. Ach so, okay, dann habe ich nicht drauf geachtet, richtig, aber... Naja, egal. Wie auch immer. Ja, genau. Also ich meine noch, ich weiß nicht, ob es gerade noch genannt wurde, dass die Kulturherberge scheint eine ehemalige Jugendherberge zu sein. Die ist also nicht als Tierkörperbeseitigungsanstalt gebaut. Korrekt. Ja, in der Tat, das Haus in Sorsheet hat eine Vergangenheit als solche und man erkennt es noch daran, dass es einen sehr, sehr hohen Kamin gibt. Ja. Ja, aber gut, das ist jetzt genau so. Ja, das, ja, ansonsten hat man nicht viel davon mehr so wirklich mitbekommen. Man kann sich ja mal die Bilder, also ich sehe gerade ein Badbild, gibt es da, das ist so ein Gemeinschaftsding, aber ich meine, es gibt auch einzelne Badezimmer, wie gesagt, das müssen wir uns dann vor Ort nochmal angucken, wie das dann genau dort läuft, aber von dem Raumplan sah das jetzt eigentlich alles ganz gut aus bei der Kulturherberge. Also ich habe da jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, das wird zu einem Problem, aber ja, das also es finden da ja auch Veranstaltungen statt und gerade so bei Veranstaltungen mit 300 bis 400 Personen ist das Ordnungsamt auch in der Regel immer sehr aktiv dabei und wenn da was nicht in Ordnung wäre, dann wäre das schon nicht mehr nutzbar. Also ich glaube, da können wir uns schon drauf verlassen, dass das gut läuft. Gut. Ja. Okay. Ulrike, hast du jetzt alles erfahren, was du erfahren möchtest? Ich fühle mich auf jeden Fall sehr viel besser informiert. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr eine Ahnung davon, was das Podstock ist. Und wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie meinen ersten richtigen Job gestartet hätte, hätte ich es mir vielleicht auch nochmal überlegt, ob ich mir das angucke. Aber fürs nächste Jahr ist die Tendenz jetzt schon mal gestiegen. Schön. Ja, es gibt so einen Slogan, Podstock ist das, was die Teilnehmenden daraus machen. Also wir haben das lustigerweise im vorletzten Jahr in so einer Feedback-Runde am kleinen Tisch, da hatte ich zufällig meinen Rekorder laufen, das kann man auch durchaus nochmal nachhören bei Radio Mono, da wurde dann auch gesagt, ja, hätte man dies nicht so machen können, hätte man das nicht so machen können und warum haben die das denn so und so geplant? Und irgendwie im Laufe des Gesprächs wurde uns so langsam bewusst,
wir hätten es in der Hand gehabt, es zu ändern. Und wir haben es nicht geändert und jetzt sitzen wir hier und beklagen uns darüber, dass es nicht geändert wurde. Das war wirklich so ein Augenöffner für mich, wo ich dann gesagt habe, ja okay, also wenn ich sehe, dass was nicht so ist, wie ich es haben möchte, dann latsche ich halt zu irgendjemandem, zum Beispiel zu Sebastian und sage, können wir das nicht anders machen oder so. Oder eben auch ein Thema reinbringen. Gut, wenn irgendwann mal mehr Vorschläge für Bühnenshows oder für Workshop Angebote kommen als Zeitslots da sind, dann wird man sicherlich eine Auswahl treffen müssen. Das war bisher noch nicht so. Wir haben also alles unterbringen können. Das Einzige, was unser Zutun war, ist, das einfach zeitlich irgendwie zu arrangieren, was aber auch nicht so kompliziert war. Also eine große Veranstaltung wie Puerto Partida wird man sicherlich nicht auf 10 Uhr morgens legen, sondern eher so auf Samstagabend, was dann auch eben entsprechend aufgenommen worden ist. Ja, also wir sollten vielleicht nächstes Jahr zum Beispiel jetzt 9 Uhr Workshops vielleicht auch nicht mehr unbedingt mit reinnehmen, also das auch irgendwie später starten, weil also das ist, glaube ich, so die Erfahrung, dass das wahrscheinlich eher schlecht funktioniert. Gerade schwierige Themen sollten wir tatsächlich nicht morgens reinlegen. Das ist auch so nochmal so eine Erfahrung aus diesem Jahr. Ne? Also, ja, kann man draus lernen. No. Gut, ich denke, dann schließen wir dieses jetzt hier ab. Und ich habe noch einen Hinweis, das habe ich diese Woche gesehen, dass nämlich der Sascha Erler hat etwas gestartet, wenn ich es mal finden würde. Das nennt sich Podcast Imperium. Das ist ein Label, was er offenbar aufbaut oder aufgebaut hat. Was ist das Podcast Imperium? Also die Webseite ist podcastimperium.de. Tja, gute Frage. Es hat sich einfach so ergeben. Es fing alles im Jahr 2012 mit dem Sie reden Podcast an, der wiederum nur entstanden ist, weil ich den WhoCast gehört habe. Nach und nach griffen immer mehr Menschen im Umkreis der beiden Podcasts zum Mikrofon und gründeten das was Eigenes. So entstand ein Netzwerk befreundeter Podcasts, in denen die Moderatorinnen munter hin und her tauschen und die anderen Casts freundlich bis superschwellig gegrüßt werden. Irgendwann meinte Gregor vom Nerd und Krempel, dass der Erler ja wohl alles macht, was irgendwie mit Podcast zu tun hat. Der hat ja ein regelrechtes Podcast-Imperium. Und das braucht natürlich auch eine entsprechende Repräsentanz im Netz. Hier ist sie. Also, da hat sich was getan. Der Sascha Erler hat jetzt ein Podcast-Imperium. Ja, und das wird seine Macht im Podcast-Land natürlich nur noch stärken. Sehr schön. Möge es wachsen und gedeihen, Sascha. Schön. Damit sind wir durch und kämen zum Blühkalender. Ja, dann übernehme ich hier mal wieder. Wie immer sind es die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate und die stammen aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Ja, los geht's diesmal mit der Sommerausgabe des Meetups in Hamburg. Das findet statt am 24. August von 18 bis 22 Uhr und zwar beim Altonaer Balkon, was immer das sein mag. Martin, du hattest mir noch heute eine Ergänzung geschickt und ich habe es tatsächlich hier nicht mehr dazu geschrieben gekriegt. Ich denke da jetzt gerade erst wieder dran. Was war das? Das war irgendwas mit dem Metacast, ne? Genau, der Metacast wird auch da sein bei diesem Meetup-Treffen. Neil Heise hat sich angekündigt, also wer die mal wieder sehen will. Und der Metacast sieht diesen Termin auch sozusagen als so eine Art Möglichkeit für Hörerinnen und Hörer mal die Leute kennenzulernen. Also man könnte sagen, es ist auch so ein Hörertreffen damit verbunden. Der Metacast wird also geschlossen da sein. Das ist sozusagen der Insider, den wir noch hier verbreiten können. Okay, weiter geht's dann mit dem Podcast-Meetup in München am 1. September im Sendlina Augustina. Beginn ist offiziell um 19.30 Uhr, man kann auch schon etwas eher da sein, ungefähr eine halbe Stunde. Und das Ende ist dann geplant für 23.30 Uhr. Am 5. September gibt es von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr ein englischsprachiges Meetup in Berlin. Der Ort steht weiterhin noch nicht fest, aber das Thema, es soll um Audiobearbeitung gehen, aber Vorschläge sind da noch willkommen. Am 7. September findet der 13. Podappler-Stammtisch statt, Beginn ist da um 19 Uhr.
Am gleichen Tag, also auch am 7. September, ist der zweite Pott-Kölsch-Podcast-Stammtisch. Der läuft als Bottle-Party im Buchladen Nippes in Köln. Start ist hier um 19.30 Uhr. Vom 16. bis zum 23. September ist die digitale Woche Kiel. Da gibt es im Rahmen dieser Veranstaltung mit Daniela Sonders und Christoph Krenz vom ESC-Schnack auch ein bisschen was mit Podcasting. Am Freitag, also am 22. September, da gibt es ab 20 Uhr ein Come Together und am nächsten Tag wird dann tagsüber auch gepodcastet. Die WissenschaftspodcasterInnen treffen sich auch mal wieder, dieses Mal an der Universität in Innsbruck. Das Treffen heißt Ganzohr und das ist dieses Jahr vom 22. bis zum 24. September. Es gibt eine eigene Webseite dafür, den Link, den kann man im Sendegate im Wiki nachlesen. Am 30. September ist der International Podcast Day. Der möchte einfach das Podcasten weltweit so ein bisschen fördern und bekannt machen. Wie das klappt und wie man da mitmachen kann, das kann man nachlesen unter internationalpodcastday.com. Am gleichen Tag, inspiriert durch den International Podcast Day, findet das Franken-Podcast-Meetup statt in Nürnberg. Der startet um 10 Uhr, also auch am 30. September. Am 6. Oktober ist dann der Pottruhe-Stammtisch. Veranstaltungsort ist das Unperfekthaus in Essen. Da geht's los um 19 Uhr. Und kurzer Blick noch etwas weiter. Vom 27. bis zum 29. Oktober ist wieder das Subscribe. Wieder beim Bayerischen Rundfunk in München. Die Webadresse subscribe.de führt zur Homepage mit weiteren Infos. Das wär's für dieses Mal. Wunderbar und herzlichen Dank für die Termine. Dann kommen wir zu den Setzlingen. So, da haben wir wieder drei mitgebracht. Also der Disclaimer, wie immer, das sind völlig subjektive und wertfrei ausgewählte Angebote, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Das ist vielleicht ein bisschen lächerlich, dass man das mal dazu sagt, aber bevor hier irgendwelche Eindrücke entstehen, dass wir jetzt hier eine Clearingstelle für guten Podcast-Content oder sowas sind, das wollen wir natürlich nicht sein. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich einen quasi Haus-Podcast vorstellen kann. Der Marc, der nicht mehr da ist, der gerade schon gehen musste, und der Lars, der gerade die Termine gesprochen hat, die haben sich nämlich zusammengesetzt und haben einen Laber-Podcast begonnen mit dem schönen Namen Wir niemals. Die Stimmen habt ihr ja nun alle schon gehört, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie sich das anhört, aber inhaltlich ist das doch nochmal was Besonderes. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt rausgesucht, das gibt vielleicht einen Eindruck wieder. So kam das überhaupt alles irgendwie zustande. Warte mal, das kann ich sogar hier noch nachgucken. Ja, wirklich, warte mal, Profil, unterstütze Projekte, meine Projekte. Klicke ich jetzt hier auf meine Projekte, also ich bin jetzt hier im Kickstarter eingeloggt, Menü, Nachrichten, oh Gott, wie ist mein Passwort? Jetzt mach aber nicht das Richtige. Jetzt mach aber nicht das, was beim Podstock passiert ist, wo ich also auf der Bühne saß und jemand anders einen Zettel gab mit einem. Aha, ich hab's, gehört. Hast du das mitgekriegt? Da stand eben ein Hinweis drauf, von wegen an deinem Headset stimmt was nicht, und das las er dann vor. Also bitte nicht vorlesen. Ah, hier ist es. Ich habe es gefunden. Ja, ja. Du kannst aber 30. Juli 2015. Ja. Hallo, schön, dass es für das Projekt Hoffnung gibt. Und zwei Fragen hattest du, genau. Einmal, wann der Betrag belastet würde, also wahrscheinlich abgebucht wird. Und einmal, ob dein Back, also dein Goodie, heißt es, glaube ich, frei wählbar ist, also wie es präsentiert werden soll, oder ich weiß ja auch nicht. Mir ist nicht ganz klar, was an Nicht-Vorlesen so unklar war. Nö, es ging ja noch weiter, aber das lasse ich weg. Ja, das ist gut. Weil ich meine, das mit Penis, das darf ich ja nicht vorlesen. Nein. Nein, das stimmt nicht. Das darf ich vorlesen. Das mache ich bei Kickstarter bei jedem so, den ich also möglicherweise unterstützen werde, dass ich denen Penisfragen schicke. Also, du bist ein Eumel, ehrlich. Eumel, ja.
Ja, soweit der Ausschnitt aus dem ersten, dem ersten Angebot. Korinthen, hieß es noch, Korinthencaster, genau. So, da sitzen sich die beiden zusammen und reden einfach Freischnauze. Möchtest du noch was ergänzen, Lars? Ja, es fühlt sich ein bisschen komisch an, dass das hier heute dabei ist, wo ich jetzt selber beim Sendegarten mit dabei ist. Ich habe es für die Setzlinge nicht ausgesucht. Ich war nicht ganz so, ich finde, es sieht komisch aus, dass unser Podcast hier im Sendegarten jetzt bei den Setzlingen dabei ist. Das, naja. Und dann jetzt diese Stelle, so eine Facepalm-Stelle, echt. Ja, mit Bewusstsein ausgesucht. Obwohl, ja, gut. Eigentlich hätte sie noch länger sein können. Du hast da noch die Definition von Eumel rausgesucht, die sowohl etwas Negatives als auch etwas Positives gleichzeitig ist. Das ist eine sehr faszinierende Geschichte. Kann laut Duden ein sympathischer oder ein unsympathischer Mensch sein oder eben auch ein Ding. Was für eine super Definition. Es ist was Nettes oder nicht Nettes, aber kann auch ein Ding sein. Oder netter oder nette kann aber auch ein Ding sein. Sehr, sehr schön. Ja, ich bin mal gespannt, was draus wird. Schauen also die Kriterien des Setzlings erfüllt es hier. Es ist neu so, und es ist auf dem Markt. Es hat einen Feed und es ist abonnierbar. Okay, das mit dem Feed war nicht so einfach bei dem nächsten Angebot, das ist auch gerade diese Woche erst rumgereicht worden, und zwar ist das etwas Öffentlich-Rechtliches, diese Werbeagentur, mit der viele Radiotreibende zusammenarbeiten, unter anderem eben auch 4000 Hertz, diese AS&S Radio Marketing. Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber das sind diejenigen, die normalerweise dafür sorgen, dass diese Werbejingle in die Podcasts oder überhaupt in die Radioangebote reinkommen. Die haben jetzt ihrerseits einen eigenen Podcast gestartet. Und zwar ist das der AS&S Radio Podcast. Da gibt es eine erste Episode, wo Sven Pistor interviewt wird, ein Moderator, ein Sportmoderator vom WDR. Und das Gespräch führt niemand anderes als Nicolas Seemack, weil es nämlich eine Auftragsproduktion ist, soweit ich das verstanden habe, eine sogenannte White-Label-Produktion von 4000 Hertz. Also 4000 Hertz arbeitet jetzt sozusagen im Auftrag von AS&S. Ich habe jetzt hier mal keinen Ausschnitt mitgebracht, ich mir auch nicht so sicher bin, ob man das überhaupt hier so ohne weiteres spielen darf. Aber fand ich eine interessante Weiterentwicklung, und das, was der Herr Pistor da erzählt, ist auch wirklich schön. Muss man sagen, also das hat mir ganz gut gefallen zum Zuhören. Es war dann irgendwann abrupt zu Ende, und das habe ich gedacht, nur hätte auch noch mal so lange sein können. Aber wächst ja alles noch. Und der dritte im Bunde, der Setzling, der kommt von Ulrike. Was hast du da mitgebracht, Ulrike? Mir ist heute was vorbeigeflogen, und zwar macht es der Andreas Pluhar, auch bekannt als Hatti und vom Face of Death Podcast und Raucherbalkon, glaube ich, auch, oder? Ich kenne, wenn dann ja. Eher Faith of Death. Und zwar ist da bisher nur die Nullnummer draußen. Der Podcast heißt Schwein gehabt und handelt erstmal davon, dass Andreas plant, einen Podcast zu machen, in dem er davon berichtet, wie er und seine Frau sich jetzt vegan ernähren wollen. Von dem Thema kann man natürlich halten, was man will. Ich mag einfach so Formate, die irgendwie noch ein offenes Ende haben und die irgendwie eine Entwicklung begleiten. Sowas wie bei Nur ein Versuch oder bei meinen Mintgrünen, so wie sie ihre Studienentscheidung treffen. Also ich mag sowas Begleitendes einfach. Und irgendwie ging es bei ihm auch in die Richtung nicht unbedingt Tiere und die Welt retten, sondern eher so Richtung Gesundheit. Also der Anteil von veganer Ernährung und will über Schwierigkeiten und die Umstellung und von jetzt auf gleich Veganer sein reden. Es hat mich zumindest neugierig gemacht. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, schön. Vielen Dank für dieses Fundstück. Und dann gucken wir wirklich mal, wie es weitergeht. Lars? Ich hatte die Nullnummer heute Morgen beim Frühstück auch gehört und fand, das klingt interessant. Da werde ich also auch weiter reinhören. Okay, hoffentlich hast du keine Wurst gegessen beim Frühstück. Doch. Ich bekenne mich schuldig. Ein klares und entschiedenes Doch. Ja. Sehr gut. Alles klar, ja, mögen diese Setzlinge wachsen und gedeihen, und mal gucken, was draus wird. Und nun kommen wir zu unseren Blütenschätzen.
blöden Schätze. Das sind Dinge, die uns besonders berührt haben in der letzten Zeit. Das können Podcast-Episoden sein, das können aber auch Ereignisse sein oder was auch immer, Blog-Einträge, keine Ahnung. Natürlich überwiegend werden es Podcast-Ereignisse sein, aber schauen wir mal zum Beispiel auf den Blütenschatz von ja, Lars, du hast doch gerade gesprochen. Sprich doch einfach mal weiter. Ja, ich habe mir rausgesucht als Blütenschatz eine Episode vom Trek am Dienstag. Das ist ein Podcast, den ich bei Twitter jetzt schon eine ganze Weile folge und nie dazu gekommen bin, da reinzuhören. Das ist ein Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian und die wollen jede Woche eine Episode bringen und zwar über alles, was aus dem Star Trek Universum an Serien, also an Serienepisoden so erschienen ist. Und da haben sie also ein ziemlich großes Projekt an der Hacken, nämlich etliche Staffeln von der ersten Serie, von Next Generation, von Voyager, Deep Space Nine und was da alles dranhängt. Und die sind jetzt bei, ich hatte jetzt gehört, Folge 17, The Squire of Gothos aus der ersten Serie. Und fand die Beschreibung dieser Episode, die ich selber sehr gut kenne, so gelungen, dass das mein Blütenschatz ist für dieses Mal. Und ist tatsächlich dann auch so im Moment eine kleine Ersatzdroge für den Firefly-Cast, der eben auch einfach mal eine Fernsehserie begleitet hat. Höre ich jetzt im Moment Trek am Dienstag, sagen wir mal gesteigert nach und genieße nochmal die alten Folgen von Raumschiff Enterprise. Auch nicht schlecht. Schön, klingt gut. Ulrike, was hast du für einen Blütenschatz? Ich habe mitgebracht ein Interview, das geführt hat der Björn vom Hobbyquerschnitt. Der war, glaube ich, schon öfter mal Thema bei euch. Er erzählt aus seinem Leben im Rollstuhlfahrer und diesmal hat er sich an ein Interview rangewagt mit Katharina Krüger, die auch im Rollstuhl sitzt und Tennis spielt in den Paralympics. Und das war wirklich interessant zu hören. Das war auch so eine Sportwelt, von der ich noch gar nichts mitbekommen hatte. Und musste mir danach erstmal ein Video angucken, wie Tennis im Rollstuhl jetzt eigentlich wirklich aussieht, weil ich konnte mir das dann doch irgendwie kaum vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Und ist schön so zu bemerken, wie sie dann so mit der Zeit auch ein bisschen auftaute und anfing zu plaudern und wie sie mit 6, glaube ich, angefangen hat, Tennis zu spielen und aber auch damals schon im Rollstuhl saß und war richtig schön und richtig interessant zu hören. Das ist mein Blütenschatz für dieses Mal. Sehr schön. Genau die Frage, die du gerade sagtest, wie geht das denn überhaupt? Also wie kann man so schnell quasi an den Ball kommen, wenn man mit 2 Rädern unterwegs ist, hatte ich auch mal. Ich weiß, dass ich das schon mal nachgeguckt habe, aber ich habe es wieder vergessen. Ich werde mir das genauso angucken wie du. Das ist ja spannend. Es muss ja irgendwie gehen. Also anscheinend funktioniert es ja. Also sah schon sehr, sehr wendig aus in diesen sportlichen, mit den schräg gestellten Rädern und dann links drehen, rechts drehen und mit langem Arm und es ging. Also es gibt dann ja irgendwie auf YouTube und es wurde auch erzählt, dass irgendwie so Spiele von ihr live gestreamt wurden. Krass. Also wusste ich nicht, dass das überhaupt irgendwie möglich ist. Ja, ich glaube, die Nicht-Rollstuhlfahrer, die können sich das immer so gar nicht vorstellen, was alles möglich ist. Ich meine, wir haben ja jetzt auch an Potsdok wieder Dela vor Augen gehabt mit ihrem Rollstuhl, die da über Stock und Stein rumpelt und für die irgendwie scheinbar nichts ein Hindernis ist. Also das ist immer wieder faszinierend, dass wenn man will, dann geht es. Also wo ein Weg ist, ist eine Möglichkeit. Das ist schon faszinierend. Ganz toll. Dankeschön für den Blütenschatz. Sebastian, hast du auch einen? Also ich würde ja in der Tat, du sagtest ja, dass man nicht nur einen Podcast sondern etwas Besonderes und mein Blütenschatz wäre tatsächlich dann einfach Podstock als Gesamtevent und ich werde am Wochenende mir die Videos auch nochmal alle anschauen, das was ich nicht mitbekommen habe und ich habe in viele schon reingeschaut, weil ich auch schon ein bisschen geschnitten habe, aber ich werde mir die nochmal so richtig schön anschauen und ich, also das, was ich bisher gesehen habe, das war schon sehr schön und was ich mitbekommen habe, noch schöner und ja, das ist so mein Blütenschatz. Das kann ich nur verstehen, gut verstehen, dass das dein Blütenschatz ist. Ich nehme daraus einen kleinen Ausschnitt und nämlich die Bühnenshow, die Jörn und Tobi dahingelegt haben im Zusammenhang mit What's in Your Pants. Das ist, ich habe gerade heute in die Videoaufzeichnung reinschauen können, weil die ist gerade heute Morgen oder gestern Abend irgendwie rausgekommen. Ich hatte die Audio
Aufnahme schon verfolgt, aber ich muss sagen, in diesem Fall, also normalerweise reicht Audio ja in der Regel, wenn man die Talking Heads einmal gesehen hat und weiß, wie die Situation ist, dann braucht man nicht die ganze Zeit zuzugucken, wie die Leute reden. Aber Tobi zieht da ein solches Feuerwerk ab, inklusive Jonglage und Publikumsspiel und Penis-Bingo und was sie da alles machen, die beiden. Das ist einfach so krass und das macht so viel Spaß zuzugucken. Auch das Gesicht von Jörn, der versucht doch gelegentlich immer wieder die Kontenance zu wahren, was ihm aber nur halb gelingt. Also das ist ein solcher Spaß und es ist ja ein sehr ernstes Thema. Also das darf man bei dem ganzen Klamauk ja immer nicht vergessen, dass es da darum geht, dass ein Mensch mit seiner körperlichen Identität im Unklaren oder Unreinen ist und das irgendwie neu definieren will oder muss. Und das ist echt keine einfache Geschichte, umso verblüffender, mit welcher Leichtigkeit die beiden dann darüber reden können. Ja, also wenn man das so sieht, du hast ja vorhin selber gesagt, Sebastian, ich weiß nicht, ob ich das für über 18 Jahre taggen muss. Es sind zwar nur Plastikspielzeuge, die da eine Rolle spielen, aber es ist schon... Es geht schon zur Sache, ja. Geht schon zur Sache, ist aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen entkrampfend. Also über sowas wie Penisformen, Längen, Größen und Beschaffenheit zu sprechen, ist ja nicht einfach und man... Ja, ich sehe mit großem Interesse, dass es eben Menschen gibt, die das mit einer gewissen Lockerheit auch auf der Bühne vor anderen Leuten eben machen können. Und das ist einfach, ich finde das total befreiend und erleichternd zu sehen. Finde ich gut und hat mir schon großen Spaß gemacht. Also das sei mein Blütenschatz. Sehr schön, ja. Gut, meine Damen, meine Herren, damit wären wir am Ende angekommen. Es sei denn, es kommen noch irgendwelche Bemerkungen eurerseits, die vielleicht noch den Rahmen abschließen hier. 3, 2, 1. Von mir so, so nichts mehr. Erstmal nicht. Ne? Das mit dem Zählen, das hat mir gefallen. Das werde ich jetzt immer und überall machen. Das ist gut. Sehr eindrucksvoll. Also ich beziehe mich, spiele an auf eine Tonprobe, die wir gemacht haben auf Potsdok, noch bevor das Ganze angefangen hat. Da wurde ich auf die Bühne geschickt, sag mal was ins Mikrofon und das, dann habe ich was gesagt, dann sag mal nochmal was und sag mal nochmal was und weil mir nicht dauernd irgendwas Neues einfiel, habe ich dann irgendwann angefangen zu zählen und zwar immer nur von 1 bis 10 und von 10 bis 1. Ich habe das bei so einem NASA Aircheck oder wie heißt das, Comcheck, habe ich das mal abgeguckt. Da haben die Astronauten auch von 1 bis 10 und wieder runtergezählt, damit sie irgendwas zu erzählen hatten. Und es ergab sich ein gewisser Rhythmus. Und Johannes ohne Kuh kam dann irgendwann dazu und hat zu diesem Rhythmus gesungen. Und da hatten wir dann plötzlich eine Jam-Session. Andere Leute machten dann akustische Geräusche, so Schnippen mit den Fingern. Der Lars hat dann noch so ein bisschen dazu gesummt. Und so hatten wir plötzlich einen Klangteppich, der einen sehr, ja, schon psychedelischen Charakter hatte, könnte man fast sagen. Das war sehr gut. Den auch können so wir im Abschluss quasi noch. Ja, den können wir im Abschluss ja mal. Als Outro, mach genau, als Outro. Genau, als Outro, ja. Bitte, so. Bitte, mach's nochmal. Lars, hast du es noch vorliegen? Kannst du es einspielen? Ich kann dafür sorgen, wenn ihr mir eine Sekunde eben gebt. Ja, wir haben ja noch ein paar Sekunden zum Verabschieden und dann. Ja, dann beenden wir diesen 31. Sendegarten. Den 30. haben wir ja direkt auf der Bühne von Potsdok gemacht. Der ist noch nicht im Audio verfügbar, also im Audio-Feed verfügbar, weil der Sebastian, der die Daten hütet, natürlich alle Hände voll zu tun hat, erstmal dieses Gesamtevent zu Ende zu bringen und auch alle anderen Kunden zu bedienen. Also stellen wir uns brav hinten an. Es werden sicherlich irgendwann kommen, keine Sorge. Das wird auch alles für die Ohren aufbereitet werden. Genau. Dann sage ich Dankeschön an unseren Gast und auch Gärtner Sebastian. Ganz ja, herzlichen Dank, dass du so schön aus deiner Vita erzählt hast und wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnten. Auch ich komme wieder. Ja, das ist gut zu wissen. Ist das eine Drohung oder ein Versprechen? Das ist das, was ihr daraus macht. Ein Versprechen. Ein Versprechen, super. Ja. Ulrike, ja. Dankeschön für deine vielen interessierten Fragen. Also du hast dafür gesorgt, dass Menschen, die Potsdok überhaupt noch nie gehört haben, auch vielleicht mal eine Chance hatten, sich überhaupt mal irgendwas darunter vorzustellen. Ich inklusive. Schön.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das mal gemeinsam auf der Bühne da durchziehen können. Ich gehe mal einfach davon aus, dass es den Sendegarten auch 2018 im August noch gibt und dass wir dann in dieser Kombo da auch auf der Bühne sitzen könnten. Das wäre ja witzig. Chancen sind gestiegen. Ja, das ist schon mal super. Und last but not least, oh, was für ein schlechtes Wortspiel. vielen Dank. Lars fürs dabei sein, fürs Zusammenstellen, fürs Mitmachen, Vorbereiten und, was du alles für den Sendegarten tust und heute Abend hier getan hast. Ja, war mir wieder eine Freude, auch wenn ich heute etwas stiller war. Ich bin heute einfach extrem müde. Ich hoffe, es ging trotzdem irgendwie. Mehr als irgendwie. Wunderbar. Dann noch geht der Dank an die Hörerinnen und Hörer im Live-Chat, die dabei gewesen sind und natürlich auch an Hörerinnen und Hörer in der Konserve. Das sind jetzt drei Ausgaben des Sendegartens, die relativ eng hintereinander folgen, aber wir haben genug Themen, denke ich, und genug spannende Gespräche geführt. Viel Spaß dabei beim Zuhören und dann sage ich mal einfach bis in 14 Tagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und ich hänge jetzt noch eben dran, den Soundcheck vom podstock.de. Und aufgenommen hat das der Dennis von den Tonscherben. Ciao, ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8,